Das Ergebnis eines Projektes von Studierenden der Evangelischen Hochschule ist, die diese Veranstaltung geplant haben und hier auf die Bühne und auf die Stühle gebracht haben. Seid herzlich willkommen, sind Sie herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Wir beide teilen uns die Moderation. Ich bin Norbert Kais, der Suchtbeauftragte der Stadt Nürnberg und habe mich natürlich nochmal besonders gefreut, dass ich auch hier sein darf, um ein bisschen durch den Abend führen zu können. So, ich bin der Max von den Studierenden und ja, wie der Norbert jetzt schon gesagt hat, wir sind Seminar an der Evangelischen Hochschule, haben alle jetzt in der Suchthilfe gearbeitet, sage ich einmal. Die Idee zu dem ganzen Thema ist uns gekommen, als wir auf Studienfahrt in Amsterdam waren. Ja, es lachen alle, aber es hat eigentlich keiner gekifft. Ja, da haben wir halt viele Drogenhilfeeinrichtungen angeschaut, haben uns ein bisschen mit der Drogenpolitik beschäftigt und haben halt festgestellt, dass es scheinbar irgendwie in Holland besser läuft, als es in Deutschland läuft. Zumindest hat es den Anschein gehabt. Und so ist dann die Idee gewachsen. Wir haben uns dann damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema, mit der Politik in Deutschland, mit der Politik anderswo, mit Modellen. Haben dann verschiedene Ideen gesammelt, was wir zu dem Thema öffentlich machen könnten und haben uns letztendlich entschieden, das auf die Art und Weise eben nach außen zu tragen. Ja. Bedanken würde ich mich noch gerne beim ZBAU, die uns freundlicherweise den Raum hier einfach so zur Verfügung stellen. Das finde ich ziemlich geil, darf auch gerne mal geklatscht werden. Und bei der Stadt Nürnberg, die uns den Norbert zur Verfügung stellt. Das ist auch sehr freundlich. Das Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist eigentlich jetzt mal hauptsächlich ein bisschen zu informieren. Ihr habt es vielleicht gesehen, es hängen ein paar Plakate, es sind Modelle ausgelegt, wie man anders mit Cannabis umgehen könnte. Und um mal einen öffentlichen Diskurs einfach wieder zu bekommen, weil es ja doch relativ ruhig geworden ist, weil sich, glaube ich, relativ viele Leute auch einfach damit abgefunden haben, in einer gewissen Illegalität zu bleiben. Und ja, der Norbert hat jetzt noch ein paar allgemeine Infos zu den Leuten, die gerade in der Illegalität sind. Wo sind die? Gut. Ich werde ein paar Zahlen nennen, aber Zahlen vergisst man sofort und deswegen mache ich die am Schluss jetzt von der Überleitung zum nächsten Thema. Ihr wisst alle, oder Sie wissen alle, in der Politik gibt es Koalitionen und auch große Koalitionen und als ich mich jetzt so mit dem Thema intensiver beschäftigt habe, dann habe ich festgestellt, dass es auch zum Thema Cannabis-Legalisierung eine große Koalition gibt und zwar, ich versuche mal den Bogen zu spannen, zwischen der Politik, ich sage nur Cem Özdemir und Joachim Pfeiffer, CDU-Bundestagsabgeordneter. Dann gibt es natürlich die Veröffentlichung der Strafrechtsprofessoren aus dem Jahr 2013, 2014, die über juristische Gutachten eine Veränderung im Umgang mit Cannabis wollen. Dann aktuell gibt es einen Justizangestellten, einen Richter, Jugendrichter aus Berlin, der Herr Müller, der auch jetzt vor kurzem in Nürnberg war, der ein Buch veröffentlicht hat über das Kiffen und Kriminalität und dies ablehnt und für eine Legalisierung eintritt. Präventionsforscher, die treten für eine Änderung dieser Politik ein. Und zwar habe ich da im Juli 2015 auf Zeit Online einen Artikel gelesen von einem Herrn Jungaberle im Gespräch mit unserem Bundesdrogenbeauftragten, der
im Rahmen seiner Erkenntnisse für eine Entwicklung eintritt. Auch Mediziner treten für einen anderen Umgang mit Cannabis ein. Primär natürlich die medizinische Cannabinoide einsetzen wollen, ist ganz, ganz aktuell. Ich habe es heute früh irgendwie abfotografiert aus der Zeitung, dass das Bundesgesundheitsministerium eine Cannabis-Agentur installieren wird, einen Gesetzentwurf auf den Weg bringt und gibt an die Länder, an die EU, an die Verbände, die den Umgang und den Einsatz von medizinischen Cannabinoiden auf eine, denke ich, bessere Grundlage stellen wollen. Und das ist zumindest mal zu begrüßen. Also, und last but not least, diese große Koalition besteht auch aus Spitzenökonomen, zum Beispiel vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, die aus etwas anderen Gründen, natürlich aus ökonomischen Gründen, für eine Legalisierung von Cannabis eintreten. So, das war so, ich sag mal, so die große Koalition Ausweg. Ausweg oder Irrweg ist ja auch unser Thema heute. Muss man natürlich mal nachfragen, gibt es dann auch eine Koalition oder gar eine große Koalition, die eher sagt, das ist ein Irrweg? Da habe ich jetzt nicht so die große Koalition gefunden, aber natürlich auch Haltungen und Fachlichkeiten, die sagen, das wäre ein Irrweg. Zum Beispiel aus der Medizin natürlich, die Auswirkungen von regelmäßigen Konsum in bestimmten Lebenslagen, kritischen Lebenslagen der Individuen beschreiben, und zwar negative Auswirkungen, oder auch bei jungen Menschen aus der Hirnforschung, dass gerade in der Entwicklung des Menschen es zu negativen Wirkungen kommt. Unabhängig, sage ich jetzt, von Cannabis, jedes Suchtmittel hat schädliche Wirkungen nach meiner Erfahrung auf die Entwicklung. Und natürlich die Straßenverkehrsspezialisten unter uns, die clean sind, die nehmen wahr, dass ich wohne am Land und die örtliche Zeitung berichtet, so Polizeiberichte, ich sag ja, die Auffälligkeiten von Drogen im Straßenverkehr im Vergleich zu Alkohol haben sich meines Erachtens verändert, dass immer mehr, natürlich auch durch die Schulung, Fahrzeugführende geschnappt werden, weil sie zugekifft oder sonstig sich im Straßenverkehr bewegen. Und jetzt kommen die berühmt-berüchtigten Zahlen, also bloß mal zur Kenntnis, weil Zahlen, ich habe es gesagt, sind immer wichtig, bloß so, zur Zusammenfassung, und es sind seriöse Zahlen, das ist nämlich von der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren, also es sind auch belegte Zahlen, dass Cannabis in Deutschland die am meisten konsumierte illegale Droge ist, viele werden das auch wissen, dass praktisch 23% der Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert haben. Fragen Sie hier oben. Steht da eine absolute Zahl bei, wie viele das ungefähr sind? Das sind ungefähr jeder vierte Erwachsene ca. 12 Millionen. Und bei den die Altersgruppe der, das sind 18 bis so, Moment, 29, die sind natürlich jetzt von den absoluten Zahlen und von den prozentualen Zahlen, die am meisten konsumieren. Und das langt auch zu den Zahlen, man kann sich also vorstellen, die am meisten konsumierte illegale Droge, und hier geht es weiter mit Max, und wir bewegen uns jetzt hoffentlich auf dem Weg, rauszufinden, ist es ein Ausweg oder ein Irrweg? Ja, ich sage euch jetzt noch kurz, wie es überhaupt jetzt ausschauen wird heute Abend. Es ist jetzt anderthalb Stunden ungefähr, ein bisschen mehr vielleicht, ein bisschen weniger, je nachdem, wie die Diskussion so läuft. Ist die Diskussion hier unter den Referenten am Podium und danach haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde. Es wird sich auch zeigen, wie da die Beteiligung ist, eingeplant, um das im Stil von der Pressekonferenz einfach nochmal Fragen aus dem Publikum zuzulassen, wo es nicht sein soll, dass jetzt große Referate gehalten werden, sondern einfach
noch mal kurz und knapp irgendwas gesagt, vielleicht sogar direkt an den Referenten. Das stelle ich euch jetzt noch schnell vor. Das ist ganz außen da, der Raphael Klein, kommt aus Nürnberg, ist vom Freundeskreis. Das ist eine Selbsthilfegruppe, in der können sich Konsumenten, Ex-Konsumenten, Angehörige zusammen organisieren, zusammensetzen und über ihre Probleme oder eventuell auch Nicht-Probleme reden. Daneben haben wir den Michael Greif, der ist aus München, vom Handverband, dort der Vorsitzende von der Ortsgruppe und wird sich auch beteiligen. Daneben haben wir von der Jungen Union aus Roth den Daniel Nagel. Der ist insofern auf das Thema Cannabis bezogen, da seine Chefin, sag ich mal, die Drogenabgeordnete ist. Das ist das ist die Frau Madler. Kennt vielleicht der eine oder andere vom Namen her. Da gibt es ja auch so ein paar schöne Interviews auf YouTube, wenn man interessiert ist. Daneben der Sandro Rösler, das ist eine von der Mudra aus Nürnberg, quasi in der Drogenhilfe tätig. Da ist der Bezug zum Thema, denke ich, ziemlich eindeutig. Und zum Schluss haben wir noch den Herrn Dr. Wolfram Scheulen, der ist auch aus Nürnberg und ist Kinderarzt in der Knopfen-Kinderklinik. Ja, das wäre es zum Podium und jetzt habe ich noch kurz was, das ist hauptsächlich erstmal für die Referenten, zur Gesprächskultur. Also ich denke, es ist klar, dass wir uns anständig miteinander verhalten, die Leute ausreden lassen, auch wenn man gerne was zu irgendwas sagen möchte. Das wird vorkommen, dass man mit Dingen nicht ganz einverstanden ist. Ich bitte euch trotzdem einfach abzuwarten, bis die Leute ausgesprochen haben. Dann könnt ihr gerne was dazu sagen. Es ist nicht so, dass ihr nichts sagen dürft. Es soll ja auch eine Diskussion sein. Ja, dasselbe gilt später auch natürlich, wenn aus dem Publikum was kommt, bitte ich euch auch einfach, die Leute ausreden zu lassen. Wir wollen das Ganze sachlich gestalten, also ich denke, auch das ist klar, dass wir nicht den Leuten ins Gesicht sagen, wenn wir irgendwas scheiße finden, dass wir es scheiße finden, weil das einfach unhöflich ist. Ja? Gleiche bei euch, würde ich mich freuen. Und das Letzte ist, dass wir einfach freundlich zueinander sind, weil es ist ein Thema, da spalten sich einfach die Geister und es ist vielleicht auch relativ emotional für einige. Und ich bitte euch, das so weit wie möglich rauszulassen und einfach nett zueinander zu sein, auch wenn die Position des jeweils anderen nicht unbedingt passt. So, offizieller Teil geschafft. Es geht los. Ich frage gleich mal den Raphael, zuallererstes zum Einstieg, warum konsumieren die Leute eigentlich Gras? Ja, warum kiffen die Leute? Was sind da Motivationen dafür? Hallo erstmal. Also die Motivation generell für Drogen sind für viele Leute unterschiedlicher Natur. Natürlich ist erstmal, hat jedes Suchtmittel so seine eigene Wirkungsweise und das gefällt den Leuten. Ja? Das kann den Leuten, also es kann Entspannung bringen, das kann aufputschen, das kann wachhalten, das kann abschotten von bestimmten Gefühlen. Das kann, sagen wir mal, bestimmte Filter vom Ich aufheben, ja, also ganz einfach sagen, okay, ich gehe mehr aus mir raus oder ich bin ungezwungener, solche Sachen halt. Beim Kiffen direkt ist es jetzt ganz einfach, Kiffen entspannt, Kiffen macht gesellig, Kiffen, keine Ahnung, man kann seine Probleme so ein bisschen vergessen und so. Das ist also die Erfahrung zumindest, die ich gemacht habe und das ist auch der Grund, warum ich gekifft habe. Ich bin allerdings jetzt, also das sind zwei verschiedene Punkte, die einen konsumieren es halt gelegentlich oder konsumieren es halt als Genussmittel und dann gibt es natürlich die Suchtseite. Die Suchtseite ist natürlich dann eine Verhaltensproblematik, ja, also die jetzt gar nicht unbedingt auf die Droge ankommt, also es gibt da... es gibt auch immer Ausweichmittel, sondern da kommt es einfach auf den Konsum generell an. Und das hat dann weniger mit Genuss noch zu tun. Ja. Und noch eine kleine Zusatzfrage dazu. Gibt es den Reiz des Verbots, der öfter mal angesprochen wird? Besteht er oder ist es eigentlich
aus deiner Sicht eher marginal? Also damals, als ich angefangen habe, ne, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, so, da muss ich sagen, da war vielleicht so eine gewisse Gangsterkultur mit dabei, ja, dass man sich gedacht hat, wow, man ist cool, so, ne, wenn man irgendwo, da war es aber auch cool, irgendwelche Sachen an Brückenwände zu sprühen, so, ja, also das sind ganz einfach so, ja, so Rituale und das kam doch, also ich meine, natürlich kam das schon mit irgendwie da, am Anfang war es mal so ein Gruppending, ne, und jetzt ziehen wir mal einen durch. Aber das ist, verliert relativ schnell seine Triebkraft. Okay, dann an den Daniel eine Frage. Und zwar mit Bezug noch auf diesen Reiz des Verbots, der irgendwie zu existieren scheint trotzdem, zumindest für die jüngeren Leute. Bist du der Meinung, dass eine Freigabe dann eventuell die Substanz verharmlosen würde, ja, also quasi Jugendliche zum Konsum animieren? Also ich finde es ganz schön, dass du mich als Person angesprochen hast. Ich will das vorne gleich mal klarstellen. Ich spreche für mich selbst und nur mit großen Abstrichen für die JU. Das ist eine Volkspartei. Unsere JU ist ziemlich vielfältig. Ich habe sehr viele freiwillige Dummies in den letzten zwei Tagen gehabt, die gesagt haben, wenn du Vorbereitung brauchst, ich übernehme die Legalisierungsseite, das fällt mir nicht gerade schwer. Die gibt es bei uns auch, das ist nur vorneweg. Und zum Reiz des Verbotenen und zur Verharmlosung. Also ich glaube nicht, dass der Reiz des Verbotenen ein großer Anreiz zum Konsum ist. Wir haben es auf der Herfahrt hierher gehabt. Ich würde sagen, dem klassischen Jugendlichen oder dem klassischen Konsumenten generell fällt es jetzt nicht unbedingt schwer, an diese Droge zu kommen. So realistisch sind wir auch. Ich sehe bloß, und da bin ich auf einer Linie nicht mit meiner Chefin, sondern die Marlene hat ein Büro bei uns, deswegen ab und an sind auch mal Verbände bei uns. Da habe ich die Berührungsgruppen. Ich bin sozusagen der Ersatzreferent. Ich bin vor einer Woche eingesprungen und ich glaube, es geht vor allem, der Punkt, der mir vor allem heute wichtig ist, ist, wir müssen nicht alles legalisieren, was passiert, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Und wir müssen aufpassen, dass man, wenn man über Legalisation redet, nicht irgendwo die Tendenzen der Gesellschaft umdreht. Wir haben aktuell legale Drogen, die seit 20 Jahren immer weiter restriktiver behandelt werden. Wir haben mehrere illegale Drogen, da können wir auch noch unterscheiden. Davon wurde heute eine herausgegriffen, die man liberalisieren will. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Es gibt Studien, die kann man anzweifeln, es gibt Pro- und Kontra-Studien, die weißen Mäuse, Schwarz kennen wir alle. Und es gibt aber auch andere Drogen, das ist mit Raphael davor kurz diskutiert, und das ist meine Hauptsorge, da gehe ich mit der Marlene d'accord, dass es nicht um den Reiz geht, sondern um Verfügbarkeit geht und hier das große Risiko liegt. Aber ich habe mich ganz bewusst lieber Micha gesetzt, weil wir haben keine Berührungsängste. Gerne. Ja, also zum Thema Verfügbarkeit, da muss ich eins sagen, die Verfügbarkeit spielt definitiv eine große Rolle, aber jetzt nicht in dem, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich stimme dir dazu, sondern eigentlich ist meiner Meinung nach das Gegenteil der Fall, dass eben dadurch, dass diese Verfügbarkeit erschwert wird, so, ja, ist auf jeden Fall eine Tendenz dazu, Ausweichdrogen zu nehmen. Ich bin nur auf Heroin gekommen damals, also ich habe mit 21 Jahren angefangen Heroin zu nehmen, auch für mehrere Jahre. Und da war mein einziger Grund ja, dass Augsburg sehr restriktive ist, wenn es um Cannabis geht, aber eine sehr offene Heroinszene hat. Ja, also für mich war es wesentlich einfacher, an Heroin zu kommen, als an Cannabis. Und vorher war ich nur Kiffer. Also, naja, nur und habe auch chemische Drogen genommen und so, also meine Bereitschaft Drogen zu nehmen war schon da. Aber Heroin war einfach eine leichter verfügbare Droge. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so wir, also ich bin der Meinung, dass wir mit der Erschwerung von einer leichten Droge eigentlich das Gegenteil erreichen von dem, wovor wir Angst haben. Oder wovor eben, was du eben gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, wer zuerst war, das könnt ihr kurz anmerken. Ihr dürft gerne immer klatschen, wenn es irgendwas gibt zum Klatschen. Ja, also wir haben ja schätzungsweise 4 Millionen Konsumenten von Cannabis in Deutschland. Die sind da, ob man das will oder nicht. Und die sind auch da, trotz des Verbots. Die lassen sich davon nicht abhalten, zu konsumieren. Und diese Verbraucher, die werden vom Staat nicht geschützt. Im Gegenteil, die werden seit Jahrzehnten kriminalisiert und dem unkontrollierten Schwarzmarkt überlassen.
Die Frage ist, welchen Sinn hat das Verbot denn überhaupt, wenn sich... Darf ich gleich drauf? Also, es sind zwei Dinge. Ich kann nicht was Schlechtes mit was noch Schlechterem verargumentieren. Das Problem ist, du hast richtig gesagt, wenn eine Grundbereitschaft da ist, es sind wenige, es sind glaube ich nur 5%, dann rutsche ich ziemlich leicht in Heroin. Einer meiner Dummies hatte das Argument auch gebracht und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Warum? Ich habe ein, zwei... Einer meiner Dummies, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich bin vor 3 Tagen für wen anders eingesprungen, das war ein bisschen sehr kurz, deswegen bin ich kein Experte, aber ich habe in Eichstätt Politik und ein bisschen Marketing studiert. Und wenn ich mir den Markt als solchen anschaue, ich weiß, der Drogenmarkt ist ein besonderer, aber ich möchte ein anderes Beispiel an die Wand malen. Wenn ein Autohändler auf seinem Produkt sitzen bleibt, was macht er? Er wird den Preis runter tun und es bewerben. Das heißt, in dem Moment, wo wir den Schwarzmarkt, das wäre dein Argument indirekt, das Cannabis oder euer Argument, aus dem Schwarzmarkt nehmen und staatlich verkaufen. Was machen alle, die sich mit Drogen finanzieren und sich über Wasser halten? Der Drogenmarkt ist ein Pushmarkt. Sie werden noch härter, mit noch günstigeren Preisen, weil sie es erstmal müssen, weil sie es fahren können, weil die Preisspannen enorm sind, auf die Konsumenten zutreten. Das heißt, es ist nicht sicher, dass der Heroinkonsum dadurch heruntergeht. Ich würde gerne zuerst den Wolfram dran nehmen, weil er noch nichts gesagt hat. Ja, die gehen alle. Um mal auf die vorherigen Argumente einzugehen, das mit dem Ausweichen auf die härteren Drogen, das kommt mir ein bisschen vor, als müsste ich Bier anbieten, damit jemand nicht Schnaps trinkt. Also das leuchtet mir nicht ganz ein. Das Zweite, wir haben 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland, ja. Wo ich meine Hauptsorge habe, ist, dass eigentlich mit der Freigabe, na sagen wir mal, die gewisse Hemmschwelle sinkt, weil jeder denkt, das ist eigentlich etwas Ungefährliches, was legal ist. Und dann die Zahl eigentlich nicht bei den 4 Millionen ist, sondern drastisch ansteigt. Ich persönlich komme aus einer vielleicht etwas anderen Ecke, aus der medizinischen Ecke. Und muss sagen, ich sehe das auch weniger als ein Problem der Rechts- und der Staatsanwälte, die sich da ziemlich weit aus dem Fenster hängen. Es wundert mich eigentlich immer, aus welchen Gründen auch immer die das machen, sondern ich komme eher aus der Ecke derer, die sich überlegen, was wird eigentlich kurz-, mittel- oder langfristig mit den Erstkonsumenten von Cannabis passieren, die das im relativ jungen Alter zu sich nehmen. Ich komme jetzt einfach mal aus der Jugendmedizin und nehme mal das als Beispiel. Wir haben einfach eine explodierende Zahl derer, die das konsumieren und auch dann in die Krankenhäuser kommen. Wir haben einfach eine zunehmende Zahl von Neugeborenen, von methadonabhängigen Müttern, die wir entziehen müssen. Also das ist sicherlich, das ist schon bedrückend. Vor allem, wenn man dann auch sieht, was nicht nur die rein körperlichen Probleme sind, sondern die ganzen schulischen, sozialen und was arbeitsmarktpolitischen Probleme derer sind, die das dann haben. Also von daher zu sagen, wir geben das frei und dann verhindern wir den Heroinkonsum, daran glaube ich nicht. Als letztes noch das Beispiel im Zigarettenmarkt. Wenn man also den Preis entsprechend kalkuliert, das war ja eben schon mal angesprochen worden, wenn also der Preis für die Zigaretten hoch sind, dann muss man einfach mal schauen, wie hoch der Anteil des Zigarettenschmuggels in Deutschland ist, wo also jeder versucht, mit einem Preisdumping sein Produkt loszuwerden. Also ich halte das für ein Argument, was gefährlich ist. Sandro, wolltest du noch was sagen? Oder hast du noch was sagen? Hallo, ich bin auch da. Genau. Zum kurzen Augenmerk, wir hatten es gerade so, dass das Thema ist, eine Substanz, die im Schwarzmarkt gehandelt wird. Dass eine Substanz, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird, dass letztendlich ein Stück weit schwerer verfügbar ist. Und auf der anderen Seite, dass es eben auch ein Reiz sein kann, was Illegales zu haben. Wir beraten bei uns im Enterprise, wir sind eine Beratungsstelle, eine Drogenberatungsstelle für Jugendliche. Wir haben jeden Tag zwischen 5 und 12 Jugendliche bei uns, mit denen wir uns unterhalten, mit denen wir arbeiten, die wir auch beraten und haben da einen ganz guten Einblick, würde ich mal behaupten. Und zu dem Thema Schwarzmarkt, dieses Thema, das ist was Illegales, das ist was ein gewisser Reiz da für Jugendliche, für pubertierende Jugendliche, die eh gegen alles rebellieren, das spielt, würde ich sagen, schon eine relativ große Rolle. Weil durch diese Schwarzmarktsituation funktioniert es auch sehr, sehr gut, mit relativ wenig Aufwand, selber auch einen finanziellen Vorteil
aus dem Cannabis zu ziehen. Halt. Stichwort Dealereien, Kleindealereien. Halt. Es gibt kaum Jugendliche, die regelmäßig Cannabis konsumieren, die nicht auch auf die eine oder andere Weise Leute mit versorgen, sage ich mal. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das wäre sicherlich anders, wenn es eben Läden gäbe mit ganz strengen Jugendschutzauflagen und so weiter, um eben diese Schwarzmarktsituation, diesen unbegrenzten Zugang letztendlich, diese unbegrenzte Möglichkeit auch Geld durch Cannabis, durch Dealen zu verdienen letztendlich, Gerne. Erstmal zum Thema Jugendschutz. Also ich muss dem Herrn Dr. Wolfram Scholl auf jeden Fall zustimmen. Also die Gefahren sind erheblich für, oder man geht davon aus, dass die Gefahren erheblich sind für Kinder und Jugendliche. Sie sollten auf jeden Fall auf den Konsum verzichten. Das ist ganz klar, da sind wir auch komplett dagegen. Aber das Problem ist ja, wir haben ja gerade gar keinen Jugendschutz. Wir haben ja eben, es wurde ja hier schon mehrfach gesagt, die Verfügbarkeit von Cannabis ist da. Es gibt in Deutschland keine Stadt, wo man nicht Cannabis kaufen kann. Selbst in München, selbst im restriktiven Bayern, kriegt man es ohne Probleme am Hauptbahnhof. Und von daher gibt es keinen Jugendschutz. Kein Dealer fragt nach dem Ausweis. Ja? Und gerade deswegen brauchen wir auch eine Legalisierung, nämlich dann kann man Alterskontrollen nämlich erst einführen und kann nämlich dann auch ganz klar sagen, hier, wer dann Jugendliche verkauft, dem wird die Lizenz entzogen oder der muss 50.000 Euro Strafe zahlen oder was auch immer. Weil das ist ein ernsthaftes Thema und sowas kann man nur mit der Legalisierung lösen. Würde ich gerne später nochmal darauf zurückkommen, weil wir gerade kurz bei den Gefahren auch schon waren, würde ich das nochmal schnell thematisieren. Und zwar, es gibt ja durchaus aus der medizinischen Sicht Gefahren, aber eben auch Chancen. Da würde ich nochmal gerne den Wolfram fragen, wie siehst du das? Also medizinische Sicht hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile in Bezug auf Gras. Also um mal mit den Vorteilen anzufangen. Ich habe vor 15 Jahren mal einen Patienten behandelt im Rückfall eines bösartigen Knochenkrebserkrankung. Der ging immer schlechter und ich habe mich immer gewundert, warum der so gut drauf war und warum der so guten Appetit hatte. Und habe ich ihn gefragt, woran das so liegen möchte. Da sagt er, ja, ich kiffe. Na, ich sage, super, mach weiter. Das ist einfach eine wirklich, meiner Ansicht nach in Deutschland, noch viel zu wenig erkannte Nebenwirkung des Cannabis, dass es zum einen mal wirklich diese Euphorisierung macht. Das ist in der Situation, wenn es einem da wirklich immer schlechter geht, unbedingt sehr gut. Und das ist auch eine appetitanregende Wirkung. Inwieweit die dann wirklich mit dem Gewicht völlig aus dem Ruder gehen, das weiß ich selber gar nicht. Also, wir sprechen dann immer von der Palliativmedizin, also die Versorgung derer, die todkrank sind und sterben, die würde ich auf jeden Fall immer, so will ich nicht sagen, großzügig damit behandeln, sondern ich würde ihnen also ein cannabishaltiges Präparat sicherlich mal anbieten, einfach um die Lebensqualität von denen zu erhöhen. Da geht gar nichts. Außerdem ist es für die Schmerzbekämpfung auch in diesem Rahmen sicherlich was Positives. Das heißt, als Medikament es etwas großzügiger zuzulassen, das geht im Augenblick, kann man es auch rezeptieren, das gibt es auch heute schon, das fände ich schon sinnvoll. Aber wenn man sich die Wirkung von Cannabis auf das sich entwickelnde Gehirn mal betrachtet, also das ist nicht unsere Altersgruppe, ne? Für uns ist das wahrscheinlich nicht mehr problematisch, aber wenn Sie mal einen bis zu 25-Jährigen nehmen, dann wird das einmalige Kiffen nach aller Wahrscheinlichkeit auch nichts machen. Aber die Tatsache, dass dann zum einen mal die Abhängigkeit entsteht, ist tatsächlich, korreliert tatsächlich sehr stark mit dem Erstkonsumentenalter, so jetzt. Also je jünger die Einzelnen sind, die anfangen zu kiffen, wenn es schon so mit 11, 12 ist, ist es ein echtes Problem für die Gehirnentwicklung. Und je konzentrierter und je häufiger das Präparat konsumiert wird, desto größer ist auch die Problematik zur Suchtentstehung. Und wenn Sie dann gucken, was passiert mit der Gehirnentwicklung, dann ist es eigentlich, sind das eigentlich Grundfähigkeiten, die wir noch bis zum 25. Lebensjahr so in der Gehirnentwicklung erwerben, also Urteilsfähigkeit, Kritikfähigkeit, konstruktives Denken und was da wirklich nachhaltig gehemmt wird. Dann kann man sich natürlich die Sekundärfolgen ganz klar überlegen, was haben die Menschen dann für Chancen im Schul- und Berufs- und im Studienleben, wie ist die Merkfähigkeit, die der Intelligenzquotient nimmt, tatsächlich mit steigender Konzentration und mit steigender Frequenz des Konsums ab.
Das ist für den Einzelnen, der das ab und an mal sich ein Tütchen reinzieht, kein Problem. Aber das Problem ist einfach die Menge, das Erstmanifestationsalter und die. Also das, ich möchte gar nicht, dass irgendwie mehr Leute anfangen zu kiffen oder so. Ja, da bin ich definitiv dagegen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch, bin ich der Meinung eben, dass diese Kriminalisierung einfach die Leute hemmt, offen zu ihrem Konsum zu stehen und auch mit dem Thema umzugehen. Ja? Also sprich, sich Informationen zu holen, auch über ihre Häufigkeit im Konsum zu reden. Das, was du vorhin, das, was du gesagt hast mit der Kriminalität, diesen Anreiz, dass man den wegnehmen könnte. Also das, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich dann was ändern würde oder so wie du mit der Alterskontrolle halt. Also das sind Sachen, die man eigentlich nur in einem geführten System alle wirklich machen kann. So, ja? Also die kann man nur in einem System, wo jeder dazu stehen kann, dass er Cannabis konsumiert, wirklich überprüfen kann oder steuern kann. So, ja? Also in diesem System, wie es im Moment ist, gibt es keine Regeln. Und ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass wir den Drogenmarkt damit nicht stoppen werden. Und wir werden auch keinen Heroinabhängigen durch die Gabe von Cannabis vom Heroin abhalten. So, das ist ganz klar. Aber man wird damit ganz einfach diese Zwangshandlung, die aus der Kriminalisierung entstehen, nämlich Verstecken und Umstieg auf verfügbare Mittel. Ein ganz aktueller Fall ist meiner Meinung nach, sind Kräutermischungen. Ja? Also meiner Meinung nach ist es im Moment so, ja, es ist leichter, eine Kräutermischung aus dem Internet zu bestellen, als irgendwo in Nürnberg. Ich hätte gar keine Connections, ich könnte gar kein Gras organisieren. Ja? Also wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich will wieder konsumieren, so, dann würde ich mir im Internet eine Kräutermischung bestellen. Also würde ich nicht mal, weil ich weiß, was dabei passiert. So, ja? Aber so denken halt viele Leute. Ich habe es auch mal probiert in der Zeit, wo ich noch konsumiert habe. Ja? War eine Katastrophe. Also das Zeug ist tödlich. So, ja? Und man weiß nie, was man kriegt. Und da sage ich ganz ehrlich so, also das ist ganz einfach. Man muss eine Möglichkeit finden, diesen Markt oder diese Problematik offen ansprechen zu können. Wie gesagt, ich möchte echt niemanden davon überzeugen, Cannabis zu konsumieren, der es nicht sowieso konsumiert oder so. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass ein Verbot niemanden davon abhält, wirklich niemanden. So, ja? Also wenn ich überlege, in meiner Konsumzeit, so, ja, ich habe niemals gedacht, so, ich meine, bei Heroin ist es ja noch anders, da gehst du ja in Bau, wenn du erwischt wirst. So, ja? Das ist ja nicht eine Geldstrafe, sondern du gehst in den Knast, abgesehen davon, dass sie dir das Zeug wegnehmen. So, ja? Aber das hat mich nicht interessiert. So, ja? Das Verbot macht es nicht aus. Ja? Und wie gesagt, ich bin dafür einen offenen Umgang einfach miteinander. Zusammengefasst, letztendlich haben wir, oder ist das Cannabis eine Substanz, deren Risiken ganz zentral davon abhängt, wie damit umgegangen wird. Das heißt, ich habe auch schon mal von anderen Seiten noch gehört, wenn ein 30-Jähriger, der mitten im Leben steht, Joints raucht, wenn er das 2-3 Mal die Woche macht, der wird mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nie ein Problem damit haben. Die Risikogruppe für Cannabiskonsum sind wirklich Jugendliche. Und es geht letztendlich darum, Jugendliche vor einem missbräuchlichen Konsum, vor einer Suchtthematik, vor einer Entwicklungsverzögerung und so weiter zu beschützen. Ein Schwarzmarkt ist das denkbar schlechteste Instrument genau dafür, weil da in keiner Form eine Kontrolle stattfindet letztendlich. Und gleichzeitig wird auch durch die Prohibition, eben durch das Verbot für Cannabis, ganz viele andere Probleme werden auch mit geschaffen. Wir sind in der Beratung zum Beispiel zum einen Thema Kräutermischung. Das ist ein ganz, ganz großes, reihenweise bleiben da Jugendliche drauf kleben, einfach, weil es einfach das erstmal leichter verfügbar teilweise Produkte ist und natürlich auch rechtlich und führerscheintechnisch alles so eine Geschichte ist, gegenüber einer extremen Kriminalisierung eben auch von erwachsenen Konsumenten. Und von daher bin ich der Meinung, oder beziehungsweise erlebe ich auch jeden Tag, dass wirklich so eine Prohibition von der Droge wie Cannabis viel mehr Probleme schafft, als wirklich Probleme behebt letztendlich. Und wir haben das Thema mit dem Tabuthema. Bei uns schlagen Leute auf, in der Regel, wenn ein ganz massives Problem schon da ist, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und schon seit 2 Wochen vor sich hinschimmelt, einfach weil durch diese Schwarzmarktsituation ist auch ein Tabuthema. Weil, wie gesagt, keiner irgendwie das Gefühl hat, so, okay, jetzt habe ich die 3. Klausur verzockt, weil ich irgendwie nur noch an der Bombe hänge. Spricht darauf seine Eltern zum Beispiel an, geht er offen mit um. Das wird dann ersichtlich, wenn wirklich irgendwie
wie gesagt, die Situation komplett eskaliert und erst dann wird darüber gesprochen. Und dann ist es in der Regel wirklich schwierig, da auch wieder eine Veränderung reinzubringen. Also diese Verbotssituation bringt mehr Probleme mit sich, als es vorgibt zu leben. Und deshalb seit sehr langer schon, bin ich seit 10 Jahren lang in Berlin, in eine andere Richtung zu denken. Wenn ich nach 60 Jahren irgendwie die gleichen Probleme noch habe und versuche dann immer noch in die Kammer zu schlagen, dann sollte man vielleicht mal seinen Standpunkt überdenken. Daniel, was sagst du? Auf die Gefahr, jetzt wieder was Unpopuläres zu sagen. Ich habe vor allem eine Frage an Micha, weil ich teile die meisten eurer Punkte bisher. Ich habe gesagt, ich komme gerne her. Das Problem, was ich sehe, Verbote halten niemand von irgendeiner Handlung ab. Verbote sind nichts anderes wie staatlich gesetzte Leitplanken, die sich, was wollen wir rausnehmen? Nehmen wir zum Beispiel die Ehe und den Beischlafsparagrafen. Ändert sich alle 20 Jahre. Gesetz ist flexibel. Das heißt, es sind Banden, die immer mal wieder eingezogen werden. Das ist mit der Drogenpolitik nichts anderes. Im Normalfall, deswegen habe ich das Thema heute ein bisschen irritiert, in der Einladung hieß es, wir wollen es nicht ideologisch diskutieren. Wenn wir es rein empirisch diskutieren würden, dann würden wir uns jetzt Studien um den Kopf schlagen. Ich bin froh, dass wir es nicht machen, weil bei der Thematik immer ein gewisser normativer Gedanke dahinter hängt. Und die Frage, die sich der Staat stellen muss, ist, wie stelle ich das größtmöglichste Gut dar? So eine Art, wie bewahre ich meine Bürger? Das mag jetzt vielen sehr liberal Denkenden nicht gefallen, die sagen, ich will mal in meinem Leben machen, was ich will. Aber da stelle ich jetzt gerade gar nicht drauf ab. Meine Frage ist, du hast gerade Raphael richtig zugegeben, wenn du jetzt irgendwo was konsumieren wolltest, du würdest zu Kräutermischungen kaufen, weil die alle 2 Tage neu erscheinen, man kommt gar nicht mit dem Kriminalisieren nach. Warum würdest du es machen? Weil du drankommst. Und jetzt ist die Frage, ich finde die Idee eines staatlichen Hanfshops, wie auch immer, eine interessante theoretische Überlegung. Nur stelle ich mir dann ein paar Fragen. Ich bin der Skeptiker, weil ich mir frage, was passiert? A, könnten wir es aktuell überhaupt? In Bayern haben wir sowas wie ein Raucherschutzgesetz, das sagt, steht da drauf ab. Das Problem ist, wir müssten eins der sinnvollsten Verbraucherschutzgesetze erstmal kippen, damit im Shop konsumiert werden dürfte. Und jetzt ist meine Frage, nachdem das sehr schwer zu verkaufen ist, in dem Moment, wo du das Zeug 2, 5, 10 Gramm, wie auch immer, aktuell bedanke ich in Bayern wegen 2 Gramm auch keiner, weil das macht kein Staatsanwalt, das Ding durchzuziehen. Wer im Raum hat eine Strafanzeige, welche kriegt, die dann auch verfolgt wurde? Für 2 Gramm oder weniger? Die zur Verhandlung kam? Ja. 0,2 Gramm Berufsverbot. Genau, aufgesetzt. Unser Justizsystem hat Besseres zu tun. Was ich eigentlich sagen will, ist, in dem Moment, wo ich einen Shop habe und der Konsument das Zeug kauft, muss er zum Konsum mindestens vor die Tür gehen. Jetzt sagst du, und dann ist er besser kontrollierbar. Wir haben bei legalen Drogen, das heißt bei Nikotin, das Alter vor kurzem hochgesetzt, um die Konsumenten zu schützen. Man diskutiert aktuell ein Werbeverbot. Man schneidet sich also von staatlicher Seite ganz bewusst für den Präventionsgedanken in die Einnahmeseite ins Fleisch. Warum? Weil man die Leute schützen will. Jetzt die Frage an Micha. Wie willst du es garantieren, wenn du von staatlich verkaufen darfst, ist ja eh nicht, weil du würdest internationale Verpflichtungen verletzen, du könntest es dulden, wenn es Privatleute machen, das heißt legalisieren könnten wir es eh nicht, wir könnten es maximal dulden, das ist schon mal der ganze Fehler, aber wie würdest du es verhindern wollen, dass genau das passiert, was bei Alkohol reihenweise passiert, dass nämlich das Produkt leicht verfügbar ist und dann noch leichter an Minderjährige, nämlich die konkrete Gefahrengruppe, abgegeben wird? Ja, beantworte ich gerne. Erstmal zum Thema Verfügbarkeit. Ne? Es gibt halt immer wieder Leute, die glauben, dass wenn Cannabis legalisiert werden würde, dann würden es ja viel mehr Konsumenten werden. Wenn wir aber mal einen Blick werfen in die Niederlande, da kann man einfach, jeder volljährige Mensch kann dort in einen Coffeeshop gehen, kann sich da 5 Gramm Gras kaufen, kann im nächsten Coffeeshop gehen, wieder 5 Gramm Gras kaufen und die Verfügbarkeit ist da also sehr, sehr einfach. Und trotzdem ist die Lebenszeitprävalenz am Cannabiskonsum mehr oder weniger dieselbe wie in Deutschland. Das heißt, das Verbot ist schlichtweg wirkungslos und gescheitert. Und es kostet den deutschen Staat Milliarden an Polizei- und Justizausgaben, das zu verfolgen. Gleichzeitig wird auf Milliarden an Steuereinnahmen verzichtet. Und um konkret eine Frage zu beantworten, wie könnte so ein Modell aussehen? Erstmal
Dispensaries, genau. Also erstmal die ganzen Nichtraucherschutzgesetze, die würden natürlich weiterhin auch gelten. Da, wo man nicht rauchen darf, darf man auch nicht kiffen, ganz einfach. Und Dispensaries sind sozusagen Fachgeschäft, da erfährt man ganz genau, wie stark ist der Wirkungsgehalt, dann ist auch die Gefahr einer Überdosis geringer, wie stark sind medizinische Zwecke für entspannende Zwecke oder was auch immer. Man bekommt also alle Informationen dazu, man hat Verbraucherrechte, man kann zur Polizei gehen, wenn man über den Tisch gezogen wird. Ja, und das ist bisher nicht der Fall. Es gab schon Leute, die dann sich beschwert haben wegen Betrug und dann hat selber eine Anzeige an. Ja? Und ja, deswegen so ein Dispensary, sprich einfach eine Abgabestelle. Es muss ja gar nicht da drin konsumiert werden. Einfach, dass man dort, wo man rauchen darf, auch Cannabis konsumieren darf. Das heißt, ich habe vorhin so einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, 10, ja, ihr dürft ruhig klatschen, ihr fühlt es auch aus. Ich bin Kunstskeptiker. Du bist als Lobbyist für eine Sache in Deutschland unterwegs. Ich stelle mir einfach Fragen, weil ich ganz ehrlich sage, mir persönlich ist das relativ wurscht, ob jetzt neben mir jemand raucht oder nicht. Das muss er wissen, was er mit seinem Leben macht und ob er ein Gesetz übertritt oder nicht. Ich sehe einfach keine Notwendigkeit für die Legalisierung. Und deswegen die Frage ist, ich weiß nicht, ob der Zettel von dir zwar stand drauf, irgendwo Berliner Modell oder was es war, 10 Gramm pro Tag Abgabe. Ich meine, um 10 Gramm pro Tag wegzurauchen, muss ich mich echt ins Zeug legen. Und was mache ich mit dem Rest? Weil, wenn man mit der Person was will, gebe ich dem was ab oder mein Nachbar. Das ist die Frage. Du verkaufst, du sagst, ja klar, ich kann THC-Gehalt nachprüfen, ich kann verklagen. Das heißt, du nimmst ein Produkt, sagen wir mal so, sein Limbus. Das ist in aller Seite gut, weil der Anreiz wegfällt. Auf der anderen Seite sterilisierst du ein Produkt, was so, wie vom Professor gerade dargestellt, nicht komplett risikofrei ist. Risikofrei ist auch ein sehr schönes Thema, denn das Gesundheitsrisiko, die Gesundheitsgefahr, ist ja der eigentliche Grund, warum Cannabis überhaupt verboten ist, warum wir überhaupt darüber reden müssen. Die Gesundheitsgefahr ist für Kinder und Jugendliche am größten. Aber für Erwachsene, wurde eben schon gesagt, wenn man ab und zu mal einen Joint raucht, ist es unproblematisch. Und nun, die größte Gesundheitsgefahr beim Kiffen für Erwachsene sind Streckmittel. Und Streckmittel gibt es halt nur auf dem Schwarzmarkt. Wenn wir einen legalisierten Verkauf haben, dann kann der Staat die Qualität kontrollieren lassen oder das kann durch entsprechende Behörden gewährleistet werden, sodass keine Streckmittel mehr in den verkauften Produkten sind. Für das Zeug, was der verkauft und für alles andere, was nicht konsumiert wird und ansonsten weiterverkauft wird, habe ich keine Legalität geschaffen, weil ich die Abgabe dulde. Darf ich unterbrechen? Strecken ist sehr wohl, wenn du günstiger verkaufen. Also der Wolfgang würde noch gerne was dazu sagen. Schon seit 10 Minuten. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch alles zusammenkriege, was ich sagen wollte. Also wenn ich mir so überlege, wie das abends um 9 oder vielleicht noch zu Ende der Ladenschlusszeiten vom Rewe oder vom Lidl meinetwegen am Freitagabend zugeht, wenn vielleicht die gerade eben über 18-Jährigen unter Vorlage geht das aus, weil sie sich eine Flasche Wodka kaufen und das vom Laden an die Minderjährigen abgeben, dann habe ich so meine heftigen Zweifel, dass das im Bereich des Cannabis anders sein wird. Ich glaube, dass dann, also alle haben jetzt hier gesagt, dass sie es ganz schrecklich finden, wenn das an Kinder und Jugendliche abgegeben, ja, Jugendliche sagen wir mal, abgegeben werden und wie furchtbar das ist, müssen wir uns erstmal unterhalten, wo da die Altersgrenze wäre. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, deshalb glaube ich ehrlich gestanden nicht, dass wir einen auch nur halbwegs effektiven Jugendschutz aufrechterhalten werden. Punkt zwei, wenn das Produkt, was im staatlichen, ich weiß ja nicht in welchem Setting dann letztlich das Cannabis nach Legalisierung abgegeben werden kann. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, wenn man das jetzt nicht über einen staatlichen Laden laufen lässt, und das ist ja überhaupt noch nicht so gesagt, dass es so laufen würde, wenn ich mir so die anschaue, wie das in den USA abgegangen ist, in Colorado, nach Freigabe vom Cannabis, wie also gnadenlos von der Industrie versucht wird, genau wie es ja mit dem Alkohol und wie es mit dem Nikotin gelaufen ist, den Konsumenten in die Konsumabhängigkeit zu ziehen, indem man einfach den THC-Gehalt in Produkten höher erhöht hat. Dann würde man sagen, der Rest hier wirklich zum willfährigen Idioten, die aber die das Produkt haben. Wenn der Preis von dem im staatlichen Setting angebotenen Cannabis zu hoch ist, wird der Schwarzmarkt hervorragend weiterblühen. Und noch als drittes, natürlich habe ich gesagt, hier und da und dort meinen Joint zu rauchen, wird wahrscheinlich nichts machen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen. Aber wir müssen noch eins berücksichtigen, das ist hoffentlich relativ selten.
der Cannabiskonsum verdreifacht das Risiko an einer Psychose, also einer Schizophrenie und einer manisch-depressiven Erkrankung. Ja, darf ich mal gerade weiterreden zur Erkrankung? Ein ganz makabres Beispiel hatten wir im letzten Jahr, nämlich derjenige, der da in Lichtenfels Amok gelaufen ist, der hatte THC im Blut und hatte eine Psychose. Also da kann es mal... Der hatte THC, ja, ich weiß nicht, wo er das THC sonst her hatte, im Blut, aber ich nehme mal an, dass es tatsächlich davon war. Das kann manchmal ganz schief gehen und wir können halt überhaupt nicht von außen vorhersehen, wann das so richtig uns aus dem Ruder läuft. Hätte ich noch eine Frage an Wolfram. Thema NPS, das hatten wir vorhin schon, neue psychoaktive Substanzen, Kräutermischung. Wie ist es bei den Kindern? Häufiger, seltener als Cannabis oder gleich? Keine Rolle? Von der Frequenz ein echtes Problem. Das nimmt uns in der Zeit, also gut, wir sehen natürlich nur die ins Krankenhaus kommen, weil sie fürchterlich die Nebenwirkungen haben und sich richtig weggebeamt haben. Aber ich glaube, der Sandro wird da viel mehr drüber sagen können, der hat uns da mal einen Vortrag gehalten in der Klinik. Also die Zahl ist uns in den letzten 2 Jahren verfünffacht. Das kam mal hart an die Patientenzahl ran, die wegen zu viel Alkoholkonsum im Kindes- und Jugendalter bei uns waren. Die Zahlen für ganz Nürnberg sehen wir natürlich nicht. Wir sehen nur wirklich die schweren Fälle, die dann zu uns kommen. Und wenn man sich das mal anschaut, was für Karrieren die dann anschließend nehmen, sei es nur, dass sie nur die Kräutermischung brauchen oder dass sie noch zusätzlich was anderes haben und woher sie kommen und mit welchen Problemen die beladen sind, das ist schon richtig, richtig heftig. Aber der Sandro hat die großen Statistiken dazu. Willst du was dazu sagen? Ja, kann ich gerne. Ich habe jetzt keine fixen Zahlen im Kopf, aber auf jeden Fall ist auch bei uns in der Einrichtung sind die Konsumentenzahlen von Kräutermischungen gestiegen, haben sich jedes Jahr etwa verdoppelt. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt so ein Riesenthema ist und jeder zweite Jugendliche irgendwie raucht Kräutermischungen, das ist nach wie vor trotzdem ein Randphänomen, aber zunehmend. Und das wirklich in einem beängstigenden Maß, halt, haben Sie gerade, das sind nicht... Also so eine Beratungsverlauf, sieht man es auch ganz gut, das sind jetzt nicht irgendwie, oder beziehungsweise das von einem ersten Konsum bis hin zu wirklich massiven Problemen, egal ob gesundheitlich oder psychisch, sozial, ist bei den Kräutermischen dieser Zeitraum wesentlich kürzer und wesentlich entwickeln sich wesentlich schneller Probleme, als es mit Cannabis der Fall ist. Das ist einfach gesundheitlich sehr, sehr stark zugespitzt und wir ziehen uns den Schuh selber an letztendlich. Ne? Also wie gesagt, die Nachfrage an solchen Substanzen kommt nicht von ungefähr. Okay. Dann Thema Regulierung. Das ist ja jetzt ein paar Mal schon angesprochen worden, wie soll das gemacht werden? Wäre meine Frage an Micha, wie wäre denn die Vorstellung, dass man das regelt, dass es auch wirklich klappt? Ja, gibt es natürlich verschiedene Modelle. Es gibt Cannabis Social Clubs, es gibt Coffee Shops, es gibt Dispensaries. Das sind im Grunde alle Modelle technisch denkbar. Und die Dispensaries sehe ich persönlich zum Beispiel als eine gute Lösung an, so dass man halt sozusagen Cannabis-Fachgeschäfte hat mit qualifiziertem Personal. Und darüber hinaus, also es gibt halt viele Ideen. Ne? Es gibt viele verschiedene Modelle und da kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Eine von vielen Ideen ist zum Beispiel auch, dass man also einer grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal verkaufen lässt und zum anderen, dass man vielleicht so etwas macht wie einen Cannabis-Führerschein, sprich, dass die Leute, in dem Sinne, dass die Leute erstmal eine Qualifikation nachweisen müssen, dass sie das Cannabis überhaupt kaufen dürfen. Weil, ich meine, wir haben ja zwar immer mehr Leute, die Konsumerfahrung haben und da Bescheid wissen. Es wird also immer mehr kulturell gelernt auch bei uns, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wie konsumiert man am wenigsten gesundheitsgefährlich, beispielsweise mit Vaporizer. Und das wäre eine Möglichkeit. Nimmst du nochmal Bezug auf die 10 Gramm pro Tag, die der Daniel vorhin angesprochen hat? Also 10 Gramm pro Tag braucht normalerweise keiner. Ja, aber es gibt halt Menschen, die wohnen vielleicht auf dem Lande, müssen dann extra in eine Stadt fahren und wollen sich dann vielleicht ihr Zeug für 2 Wochen kaufen. Dann gibt es Leute, die haben medizinischen Bedarf. In Ausnahmefällen können das auch mehrere Gramm täglich sein, die aus medizinischen Gründen benötigen. Und solange das jetzige Gesetz noch nicht da sind, haben die auch erhebliche Probleme. Also wir haben ja letztendlich...
kommt ja die jetzige Gesetzesänderung nur deshalb, weil sich mehrere Patienten durchgeklagt haben. Da gibt es Patienten, die können sich seit Jahren ihre Medizin, die einzige Medizin, die noch hilft, nicht leisten, ja, weil sie so krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten gehen können. Und der Staat verweigert denen trotzdem die Hilfe, ja, dass sie die Kosten erstattet bekommen. Die Krankenkassen dürfen, das ist die aktuelle Situation, die Krankenkassen dürfen es zwar erstatten, sie müssen es aber nicht erstatten. Und dementsprechend gerne ab. Das Problem ist aber, der Fall ist nicht ganz so, wie du dargestellt hast. Du hast jetzt schon die Möglichkeit hier in Bonn, ich weiß gar nicht, wie diese schöne Behörde sich hat einen tollen langen Namen schimpft, das Zeug zu beantragen. Und du hast recht, vorhin wurden die großen Koalitionen angesprochen mit Einzelpolitikern. Die wirklich große Koalition, und wir haben das gerade im Stillen diskutiert, steht erstmal gegen die Drogenlegalisierung. Das sind nämlich 166 von 181 Staaten, die sich verpflichtet haben, das nicht zu machen. Holland duldet ja auch nur von. Das heißt, der Staat selber könnte diese Shops schon mal gar nicht führen, weil er gegen seine eigenen internationalen Verträge verstoßen würde. Und dann wird es auch schon ein Tick komplexer. Er könnte sie vielleicht dulden, deswegen diskutieren wir hier auch. Aber das große Problem, was ich sehe, ist nicht, dass wir die Medizinpatienten versorgen müssen. Ich glaube, es dauert noch 3 Wochen, wenn ich dann mal denen glauben darf, und da ist die große Koalition auch dahinter, dann wird für medizinische Patienten, vielleicht mag der Professor Scheuer noch was dazu sagen, zu der Notwendigkeit, das auch auf den Weg bringen, und zwar dann in Reinstform. Das heißt, mit der medizinischen Versorgung Abgabestellen zu argumentieren, halte ich für, salopp gesagt, ein bisschen die Leute an der Nase rumführen. Es gibt bestimmt Gründe, die dafür sprechen, es gibt Gründe, die dagegen sprechen, aber der ist keiner. Der Raphael hatte. Erstens mal das, was du vorhin gesagt hast mit dem Cannabis-Führerschein, da hat mich heute auch der Arbeitskollege draufgebracht. Das finde ich eine gute Sache. Ich weiß zwar nicht, inwieweit das wirklich praktikabel wäre, aber es ist generell, finde ich, es ist ein Ansatz einfach, über den man nachdenken könnte und den ich sinnvoll finde. Ja? Also, wo diese Leute quasi, was weiß ich, zuerst zu einem ärztlichen Gespräch verpflichtet werden oder so eben sich halt aufklären lassen von ihrem Arzt. Der Arzt bestätigt, ja, okay, ich habe den Menschen aufgeklärt. Das sind so Sachen, ich meine, wie gesagt, ich möchte gar nicht hier propagieren, dass Leute irgendwie mehr kiffen oder so. Aber das wäre eine Sache, wie ich mir das persönlich vorstellen könnte. Diese reine medizinische Abgabe, finde ich, hat... Also ich kenne das von Methadon, von Subotex, von Beruhigungsmitteln, ja, also Diazepam und so, sogar Flunitrazepam, also dann die höhere Stufe, wo ich sagen muss, da existiert ein wunderbarer Schwarzmarkt, selbst für Ampullen, ja, also eigentlich Zeug, was nur Mediziner haben sollten, so, ja, also das heißt, dieser Schwarzmarkt auch mit Medikamenten, der wird aufblühen und vor allen Dingen sehe ich da auch die Gefahr, dass die Medizinindustrie quasi, dass die da einfach ein Bombengeschäft entwittern, ja, die Preise anheben, es gibt ja jetzt schon Präparate, die Cannabinoide enthalten und die sind einfach schweineteuer, die sind einfach unbezahlbar. Wie das mittlerweile gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich weiß es nur damals aus meiner aktiven Zeit, weiß ich eben, dass da eben Schwarzmarkt existiert hat und dass diese Präparate dann eben auch nicht refinanziert wurden von den Krankenkassen. So, ja? Also wenn man genug Geld hatte, konnte man sie sich privat verschreiben lassen. Aber das hat halt so gut wie keiner gemacht. Die dritte Sache, die mir gerade so in den Kopf gekommen ist, ist die Alterskontrolle, weil es hieß, bei diesen 10 Gramm, da holt sich einer 10 Gramm, ja, was macht er mit den restlichen 9 Gramm? Ja, die gibt er seinem Sohn, ja, der verteilt es an seine Kumpels. Finde ich, erstens mal würde das, natürlich kann das sein, aber ich glaube nicht, dass das die Regel sein würde, sondern die Regel würde eher sein, dass sich wirklich jemand, der weiter auswärts wohnt oder so, ganz einfach diese 10 Gramm zu Hause hinlegt, ja, und dann dreimal im Monat irgendwo hinfährt. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass sollte diese ganze Sache umlauffähiger werden, bin ich auf jeden Fall dafür, die Strafen für Jugendgefährdung anzuheben. Also zu sagen, okay, wenn jemand nachweislich das Zeug an Minderjährige, ich bin sogar für eine Altersgrenze von 21 Jahren mindestens, ja, wenn jemand das Zeug eben an jüngere Leute abgibt,
da massive Strafen zu verhängen, ja, also und die auch wirklich einzuhalten, also die auch zu nutzen, ja, und da eben auch nachzugehen. Ich glaube, das ist sinnvoller, als jetzt 4 Millionen Deutsche anzuklagen, weil wenn wir nämlich ehrlich sind, es gibt ein Gesetz, es gibt Übertretungen, und wenn wir davon ausgehen, dass wir ein gutes Gesetzessystem hätten, dann müssten wir jetzt 4 Millionen Deutsche anklagen wegen Cannabiskonsum. So. Und das ist ganz einfach, ja, nicht praktikabel. Ja, also es ist, ja, im Endeffekt, du hast es, glaube ich, gesagt, das Gesetz ist eigentlich, oder das Verbot ist eigentlich gescheitert. So. Ja, also egal, wie die Entscheidung in der Politik ausfällt, so, das Verbot ist meiner Meinung nach schon gescheitert. Wir können nur noch lernen, mit dem Ganzen ordentlich umzugehen. Das ist meine Seite von meiner Logik her. Also ich möchte aber trotzdem hier nochmal, weil ich merke schon, dass das Publikum natürlich, ihr seid alle auf der Legalisierungsseite, oder zumindest die meisten von euch sind auf der Legalisierungsseite. Ich möchte trotzdem anmerken, und zwar als Freundeskreissprecher, als Sprecher einer Selbsthilfegruppe, ja, die, also wir treffen uns nicht, Freundeskreis klingt ein bisschen niedlich, wir treffen uns nicht, um Kaffeekränzchen zu halten, sondern das ist eine Gruppierung von Süchtigen. Ja? Ich sage euch also, dass Sucht eine Sache ist, so, ja, die ist nicht verniedlichbar. Ja? Und es ist egal, ob das Cannabissucht oder Heroinsucht, Kaufsucht, Sportsucht oder Schokoladensucht ist. So, ja? Das ist ganz egal. Sucht ist eine Scheißkrankheit. Und ich möchte einfach nur trotzdem nochmal erwähnen, dass Cannabis definitiv ein relativ hohes Suchtpotenzial hat. Mit sämtlichen Einschränkungen, die ich eben gesagt habe, dass eben das, die Kriminalisierung uns da auch nicht weiterbringt. Aber trotzdem ist Cannabis kein Stoff, den es zu verharmlosen gilt. Das möchte ich nur noch mal hinterher schieben. Wir haben vorher noch eine medizinische Sicht zu den Schmerzpatienten. Also das ist jetzt ein bisschen... Das habe ich jetzt als ein bisschen polemisch empfunden, zu sagen, dass man hat den Schmerzpatienten irgendein Präparat vorenthalten und die Pharmaindustrie will da den großen Deal machen. Also man kann eigentlich als ein Schmerztherapeut dem Patienten je nach der Stärke der Symptome alle möglichen Präparate verschreiben. Das geht bis zum Morphin und Fentanyl. Und Das ist ja die Kunst dabei, das so zu gestalten, dass die Nebenwirkung und die Wirkung in einem für den Patienten erträglichen und optimalen Maß ist. Ja, deshalb gibt es ja auch endlose, nee, ist nicht absurd, die Realität. Und diese Präparate, die werden dann halt auch entsprechend von Kassen finanziert, also das funktioniert schon so. Sandro? Letzte halbe Stunde für euch, sorry. Sandro? Würde nichts machen, wir hätten die Zeit noch, wenn du noch Bezug nehmen möchtest. Okay. Dann hätte ich trotzdem eine Frage an dich. Im Falle einer Regulierung, was würde sich die Drogenhilfe wünschen dann von der Politik für Zugeständnisse oder eben für Nachhilfe, damit es eben auch auf der Ebene funktioniert, weil es ja durchaus sein könnte, dass tatsächlich mehr Leute konsumieren? Wir brauchen dringend eine andere Form von Prävention. Eine Prävention, die nicht darauf abzielt, Leuten irgendwie einzureden, so, ihr dürft nicht, wir bestrafen euch, nehmen euch einen Führerschein ab, wenn ihr das doch macht, sondern eine Prävention, die darauf abzielt, einen vernünftigen, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Substanzen zu pflegen, der ein Risiko, wie gesagt, direkt mit dem Konsummuster, mit dem Einstiegsalter zusammenhängt. Und bei Alkohol sehen wir das ganz gut, es gibt frühe Präventionsprogramme, in Kliniken zum Beispiel, wenn jemand mit Alkoholvergiftung ins Klinik kommt, es gibt Kampagnen wie kein Bier vor vier, solche Geschichten. Und beim Thema Cannabis wird sich vorgemacht, so, dass man, okay, das ist verboten und das dürfte nicht und dann macht es auch keiner. Also da beschneiden wir uns auch durch diese Gesetzesgebung ein ganzes Stück weit selber in unserem Handlungsspielraum, was Prävention betrifft. Und da sollte auf jeden Fall dieses Grundlegend letztendlich. Wenn sich die Legalitätsstatus wirklich ändern sollte, dass in dem gleichen Atemzug auch über Prävention gesprochen wird, die Art und Weise der Prävention. Erstmal noch kurz zu den Patienten. Diejenigen, die eine Ausnahmeerlaubnis haben für Cannabisersatzmedizin vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die erhalten diese Genehmigung nur, wenn sie per Gutachten nachweisen, per ärztlichen Gutachten, dass nichts anderes mehr hilft.
Das heißt, da geht es nicht darum, dass irgendein anderes Präparat verschrieben werden könnte. Da ist es dann wirklich nachgewiesen und offiziell von den Bundesbehörden bestätigt, dass nur Cannabis als Medizin da wirklich eine medizinisch sinnvolle Wirkung erzielt. So viel dazu. Dann zur Bemerkung hier von Daniel bezüglich, erstmal gerade noch zur Strafbarkeit. Also wir haben zwar offiziell, sollten zwar regulär Verfahren in Bayern eingestellt werden, wenn der Besitz einer geringfügigen Menge ist, sprich bis zu 6 Gramm. Die Praxis sieht aber oft anders aus. So gab es auch. Und dazu noch die ganzen Gerichtskosten. Und muss jetzt halt ein halbes Jahr lang nachweisen, sozusagen, dass sie dann nicht konsumiert hat. Und das soll mir mal jemand erklären, welchen Sinn das hat, welche Verhältnismäßigkeit das hat. Oder anderes Beispiel, eine junge Dame hat sich mit dem Taxi zum Festival fahren lassen. Beifahrerin hatte 5 Gramm dabei. Hat gedacht, okay, das Verfahren wird eingestellt, weil es ja geringfügige Menge. Okay, wurde eingestellt, aber dann wurde sie zur MPU aufgefordert. Hat sie gesagt, mache ich nicht, so ein Quatsch. Wieso auch? Ja, wurde ihr Führerschein entzogen. Das Führerscheinrecht fungiert als Ersatzstrafrecht für Cannabiskonsum. Und das ist eine Riesensauerei. Vor allem selbst wenn man nüchtern fährt, wenn der Konsum schon Tage her ist und man nur noch ein Nanogramm je Milliliter im Blutserum hat, ja, das ist so viel wie, das ist ein Zehntel von einem Glas, ja, oder sagen wir mal ein Siebtel vom Glas Wein, um das mal irgendwie so zu vergleichen. Ja, das reicht in Deutschland, um den Führerschein zu entziehen. Und da soll mir mal jemand erklären, wieso ist das verhältnismäßig? Welchen Sinn hat das? Und überhaupt, bei Konsumenten, selbst wenn jemand ein Problem mit Drogen hat, dann braucht er doch Hilfe und keine Strafverfolgung. Also was soll das? Warum muss man die kriminalisieren? Da darf ich mich wieder unbeliebt machen? Gut. Wieder eine Frage. Wenn jemand am Steuer bekifft erwischt wird, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn jemand mit Resten erwischt wird, wird es schon ein bisschen interessanter, weil dann die Frage ist, hätte er es nicht wissen können? Ich habe in Frankreich in einer WG gewohnt. Das waren alles grundsolide Existenzen, bis auf denjenigen, der die halbe WG mit Drogen versorgt hat, weil er davor größer gedealt hat und sich wirklich sein Leben damit finanziert hat. Auch mit solchen Menschen kann man sehr entspannt leben. Da war vom Controller wie Sozialarbeiterin bis zum Diplom-Agrarwirt, Prototyp, alles dabei. Die haben sich ganz bürgerlich abends, Vorspeise, Nachspeise, wie die Franzosen halt sind, und dann alle schön danach einen durchgezogen. Ich habe das irgendwie für ein halbes Jahr nicht verstanden, warum die das alles so unbekümmert gemacht haben. Bis mir am letzten Wochenende einer meiner Mitbewohner gesteckt hat, die Franzosen, die hatten 2011 keine Schnelltests. Die konnten einfach fahren, da ist das weggefallen. Wenn in Deutschland jemand konsumiert, dann ist er sich im Normalfall des Risikos bewusst. Ansonsten müsste ich sagen, alle, die hier sitzen, die Drogen nehmen, die Auto fahren, entweder sie spielen mit ihrem Führerschein oder sie sind einfach naiv. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, mit Banden. Es gibt Gesetze und solange sie da sind, kennt man das Risiko. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wenn ich Alkohol trinke und betrunken fahre, am nächsten Tag um 10 Uhr heimfahre und ich weiß, ob ich nüchtern bin, dann spiele ich mit meinem Führerschein genauso. Weil wenn ich angehalten werde, auch wenn ich nur 0,4 habe jetzt dann, wir haben beim Alkohol die Promillegrenzen verschärft. Wir haben bei Nikotin die Altersgrenzen hochgezogen. Das heißt, wir haben bei den legalen Drogen eine Restriktion da. Und auch da wandere ich zur MPU, wenn ich mit 0,6 in der Früh angehalten werde. Das Ding ist, wenn ich vor 3-4 Tagen ein Glas Wein getrunken habe und ich sage das den Polizisten, der wird mir niemals sagen, ja jetzt nehmt sie mal mit, kommt sie mal mit zur Blutentnahme, jetzt lassen wir mal eine MPU machen, bezahlen sie mal schön ein paar hundert Euro dafür und übernehmen wir. Und grundsätzlich sind sie sowieso zu gefährlich, um hier im Straßenverkehr zu agieren, deswegen kriegen sie mal einen Führerschein. Und warum? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen sophistisch, aber weil es illegal ist, ich kann Ihnen auch gleich sagen, warum. Bevor Sie lachen oder mich schimpfen, wenn ich zu schnell fahre und das ganz bewusst mit 140, dann kann ich den Polizisten auch nicht sagen, ich hatte es eigentlich, ich weiß, dass es illegal war, aber es hat mir halt gerade nicht gepasst. Aber das Gesetz ist ja falsch. Das heißt ja automatisch. Zuerst den Raphael, bitte.
Hallo, hör mal, ich finde ja eigentlich hast du ja ganz nette Ansichten und so, ne? Aber kannst du bitte aufhören irgendwie hier so, weil du wirst immer aggressiver so. Ja, wenn man sowas hört, sorry. Ja, aber weißt du, nachher ist eine Gesprächsrunde, da kannst du ganz normal mit ihm reden so. Ja, aber das macht eine aggressive Stimmung. Sag mal. Automatisch hat, dass jemand, der sporadisch Cannabis konsumiert, zu Genusszwecken überhaupt kein Auto fahren dürfte. Weil wir hatten es vorhin, wenn er am Sonntag einen Joint raucht, dann wird ihm am Donnerstag immer noch der Führerschein abgenommen. Ja. Und das ist genau dieser Haken in diesem Vergleich Alkohol und Cannabis. Weil, wie gesagt, wenn du am Sonntag ein Glas Wein trinkst oder zwei oder 50, dann wirst du am Dienstag doch ziemlich den Führerschein abgenommen. Oder wenn man sagt, ich rauche einmal im Monat einen Joint und trinke am Wochenende mal ein Bier, ist das Mischkonsum und die Führerscheinstelle darf dann auch wieder aktiv werden. Das ist deutsches Recht. Darf ich? So, also, ich verstehe eure Thematik durchaus, aber ich würde gerne nochmal zurück zur eigentlichen Diskussionsthematik. Und zwar wissen wir alle, es geht eigentlich immer auch ums Geld und wäre jetzt noch interessant, hätte eine Legalisierung, Regulierung irgendwelche Folgen? Wir haben jetzt auch gehört, eigentlich ist eine Legalisierung nicht möglich, dadurch, dass wir international bindende Verträge offensichtlich haben, was ich vorher nicht wusste auch tatsächlich. Darf ich widersprechen kurz? Widersprechen. Also es gibt natürlich international bindende Verträge, aber die sind ja nicht Gott gegeben, dass man das immer so lassen muss. Also wir hatten in Südamerika jetzt auch ein Beispiel, da mit den Coca-Bauern, die traditionell halt Coca-Blätter kauen und die durften das halt auch nicht. Also zur Info, wenn man Coca-Blätter kaut, damit man auch nicht berauscht, das ist nicht dasselbe, wie wenn man Kokain konsumiert. Und die haben erreicht, dass sie eine Sonderregelung kriegen, dass die ihre traditionellen Sachen halt weitermachen können. Und wenn wir mit dem Vertrag nicht mehr einverstanden sein sollten, dann können wir auch zum einen entweder auf eine Änderung hinwirken und zum anderen können wir den auch kündigen. Und international läuft verdammt viel in der Richtung. Es gibt immer mehr Staaten, die auch ganz unabhängig von diesem Abkommen es einfach machen, wie man jetzt in Colorado, Alaska, mehreren US-Bundesstaaten sieht, in Uruguay sieht. Und zum anderen haben wir super viel Bewegung. Selbst der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan hat mit der Global Commission of Drug Policy ganz klar gesagt, der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert. Ja, man muss Drogen grundsätzlich entkriminalisieren, das läuft erfolgreich in Portugal beispielsweise, und man muss Cannabis legalisieren. Und das sind immer mehr Fachleute so. Es gibt kaum noch Fachleute, die sich wirklich für das Verbot einsetzen. Die internationale Drogenkonferenz in Frankfurt hat ganz klar gesagt, da muss ein Wandel her, Entkriminalisierung und Modellprojekte. Ja, und selbst die Organisation der lateinamerikanischen Staaten, gehören 35 Länder dazu, haben ganz klar gesagt, der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert und beendet. Ja, in Mexiko sterben Tausende wegen dem Krieg gegen die Drogen. Ja, der Staat ist gescheitert in dem Punkt, er kann sich da nicht durchsetzen. Und wenn die Cannabis legalisieren, und da gibt es jetzt auch schon die ersten erfolgreichen Gerichtsentscheidungen, dann hat das zur Folge, dass den Drogenkartellen eine Einnahmequelle wegfällt. Klar, die haben immer noch andere, aber eine fällt weg. Ja, und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Also wollte ich zurück zum Geld, eigentlich kurz, weil es trotzdem immer noch ein wichtiges Thema ist, und zwar, was wäre denn jetzt an Geldmitteln, Kosten oder Einnahmen verbunden mit einer Regulierung respektive Legalisierung an den Micha und direkt danach an den Daniel weitergegeben? Okay, also die Grünen haben ja einen Gesetzentwurf im Bundestag eingereicht für ein Cannabiskontrollgesetz und die haben dabei vorgerechnet, dass rund 2 Milliarden Euro an Einnahmen möglich sind durch Steuern, es werden Arbeitsplätze geschaffen und so weiter, und 1 Milliarde Euro an Kosten bei Polizei und Justiz eingespart werden können. Ich kann euch keine Kosten geben, das gebe ich vorne zu, ich kann euch Überlegungen geben. Wie gesagt, ich bin nicht als Lobbyist unterwegs, ich bin auch kein Freund der Grünen. Meine persönliche Vermutung ist, wenn ich mir das anschaue, ich kann diese Shops, auch da bin ich nicht deiner Meinung, du kannst nicht sagen, wir Deutschland mit unserer riesen Hanf-Historie, Räusper, treten schon jetzt gegen... Hier hat der Hanfsack dabei. Das ist schon eine Tradition ergründet, gut. Wir stellen uns jetzt ohne größeren Grund gegen 160 andere Staaten.
wenn man das Reiseplenum, ich darf die Marlene hier auch entschuldigen, es ist krass, was die mit einem Stab von 10 Leuten runterreißt, nicht nur an restriktiver Arbeit. Ich habe es vorhin mit dem Raphael gemacht, da spielen ganz andere Suchten rein, Kräuter, Kauf etc. Kann ich auf jeder Veranstaltung sagen. Wenn man jetzt allerdings schaut, was sich auf die Gegend zieht, auch in Südamerika, und das sind eben nicht alle Staaten dafür, dass man jetzt alle Drogen legalisiert, weil, und sagen, jetzt machen wir den Reibach statt den anderen, sondern die haben da auch ganz Probleme dran, wo sie sagen, da versuchen wir restriktiv dagegen vorzugehen, weil nicht jedes südamerikanische Land ist Venezuela oder Mexiko, gibt auch Grautöne dazwischen, wo das eben sehr wohl noch funktioniert. Wir können uns aus der Gemeinschaft rausstellen, dann könnten wir eigene Hanfshops staatlich theoretisch betreiben und hätten die vollen Einnahmen, dann wären sie höher. Deswegen habe ich auch keine. Wenn wir sie in irgendein Lizenzmodell an Private vergeben, so wie es in Holland ist und die dulden, dann hängen die Einnahmen ganz entscheidend davon ab, wie viele Steuern wir draufsetzen. Deswegen kann man auch da nicht pauschalen Betrag sagen. Der Betrag ist ein Spielbetrag der Grünen, damit die Leute einen Fixpunkt haben, der dann diskutiert wird. Das kommt, wie gesagt, ganz darauf an, wie wird es angenommen, steigt der Konsum, fällt er, das kann man nicht genau vorhersagen. Wenn man Holland nimmt, muss man sagen, er bleibt gleich, dann kommt es auf die Steuern drauf an. Jetzt ist dann allerdings die Frage, wie wird konsumiert. In dem Moment, wo ich nicht nur Cookies habe, wo ich nicht nur vaporisiere, sondern wo ich auch Marihuana zum Rauchen anbiete, ist die Frage, bringe ich dadurch zusätzliche Konsumenten zum Rauchen oder nicht, die vielleicht kein Nikotin rauchen, aber sich ganz gerne mal einen Joint durchziehen, soll es auch geben. Und dann ist die Überlegung, jetzt wird mir gleich wieder Konstruktivismus vorgeworfen, wir wissen in der Medizin, dass tendenziell jede Zigarette Lungenkrebs steigernd ist. Jeder Einzelakt. Das ist, muss ich Helmut Schmidt anschauen, der hat halt Glück, da ist nichts passiert. Es können aber auch Einzelakte reichen. Und dann muss ich wieder sagen, dann habe ich auch auf der anderen Seite Kosten im Gesundheitswesen, an Behandlung, Steuerausfälle, wenn mir jemand früher wegstirbt im Spitzensteueralter. Das heißt, es ist ein Tick komplexer, wie die Grünen hier versuchen, es zu verkaufen. Der Raphael, zuerst. Entschuldigung, nur ganz kurz. Und zwar gebe ich dir recht. Ich finde, man sollte das Ganze nicht auf ein Gewinnstreben aufbauen. Also man sollte nicht sagen, wir machen da jetzt den wahnsinnigen Steuerreibach mit oder so. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass das, was an Gewinnen auf der einen Seite reingeholt wird, auf jeden Fall auf der anderen Seite für Kontrollen und auch für Prävention ausgegeben werden muss. Ja? Einfach um negative Folgen zu verhindern. Ich meine, ob dann unterm Strich was übrig bleibt oder was draufgezahlt wird oder so, darf aber nicht der Grund sein, über die restlichen Punkte einfach nachzudenken. So. Ich bin auf jeden Fall, also ich bin mir sicher, oder sagen wir mal, ich würde mir wünschen, dass dann eben auch das Präventionssystem mehr unterstützt wird. Dass dieses Geld, was dort eingenommen wird auf einer Seite, eben nicht irgendwo in Straßenbau läuft oder was weiß ich, keine Ahnung, ja, sondern eben auf der anderen Seite eben für Prävention und für Aufklärung und so weiter eben. Und natürlich auch, also ich meine, es wird natürlich volkswirtschaftliche Schäden auch geben. Wie jedes Suchtmittel hat auch Cannabis volkswirtschaftliche Schäden. Ja? Das darf man jetzt nicht unter den Tisch kehren. Vielleicht kommen mehr dann ans Licht, weil mehr eben offen mit dem Thema umgegangen wird. Ja? Also vielleicht kann man das Ganze dann genauer einschätzen, was Cannabiskonsum wirklich für Schäden in der Gesundheitspolitik und so weiter. Weil heute ist es ja auch so, wenn jemand zum Arzt geht und sagt, ich habe chronische Bronchitis, so ging es mir zum Beispiel damals, dann sagt er dem Arzt nicht, der Arzt sagt, dann rauchst du, nein, ja. Und der sagt dem Arzt nicht, oh, ich kiff jeden Tag so, ja. Also das macht einfach keiner, weil man will es ja geheim halten irgendwie so, ja. Vor allen Dingen als Jugendlicher, als Schüler, so, wenn dann eben, oder wenn die Diskussion darüber offen wäre, dann könnte ich zu meinem Arzt gehen, könnte ich sagen, naja, irgendwie habe ich chronische Bronchitis, so, und wenn der fragt, ja, rauchst du, nee, aber ich kiff jeden Tag. Dann würde der Arzt sagen, hey, so, naja, gut, ey, dann sollten wir vielleicht mal untersuchen, ob Kiffen chronische Bronchitis fördert. Ja, aber es sind halt Informationen, die heute unterschlagen werden. Da wir demnächst dann auch noch ans Publikum übergeben wollten, würde ich noch abschließend das Thema Politik ansprechen und als erstes den Wolfram fragen, weil du ja auch im Stadtrat sitzt, ist mir zu Ohren gekommen. Und zwar, gibt es überhaupt eine aktive politische Diskussion jetzt zum Thema Cannabis oder ist es nur dann eben, wenn die Grünen oder
die Linke vielleicht oder die Piraten Wahlkampf machen ein Thema? Nee, eine aktive politische Diskussion gibt es nicht, aber deshalb sitze ich ja hier. Na, das war kurz und knackig. Was spricht denn dagegen, dass das politisch diskutiert wird? Also gibt es einfach nicht genügend Leute, die das forcieren, oder ist es einfach nur kein Thema? Jetzt mal alle weghören. Ich finde, es gibt keine guten Gründe, das zu legalisieren, aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Und das ist auch der Grund für die Politik? Oder für die es war ja am Anfang von der großen Koalition die Rede. Ich suche die große Koalition also immer noch. Also es sind zum einen die Juristen. Jetzt muss ich mal ganz frech und unverschämt sagen, das ist das Problem der Juristen, das halte ich aber eigentlich auch nicht für ein wahnsinnig großes. Ich halte das für ein Problem der Gesundheitsvorsorge und des Gesundheitskümmerns. Das mag an meinem Beruf liegen, aber darin sehe ich eigentlich das größte Handicap. Auch nach der jetzigen Diskussion bin ich eigentlich nicht so ganz davon überzeugt, welches wirklich gute Argument es für die Freigabe von Cannabis gibt. Es war immer die Frage, darf ich das jetzt nochmal sagen oder gehe ich jetzt wieder aus dem Rahmen? Ich möchte jetzt hier kein Referat halten. Das Vermeiden des Einstiegs in die härteren Drogen, da war plötzlich eine Vermischung mit Kokain in Mexiko und Kolumbien. Muss ich nochmal fragen, vermindern wir den Wodka-Konsum, indem wir Bier anbieten? Da würde ich sagen, nein, da passiert nämlich gar nichts. Das heißt, der Shift in die harten Drogen wird meiner Ansicht nach, kann mich hier jemand von Mudra vielleicht verbessern, genauso stattfinden. Und ich frage mich wirklich, was ist denn eigentlich, dass Prävention erfolgen sollte über Aufklärung? Ja, unbedingt, dass wirklich jedem mehr oder minder in der Schule klar gemacht werden sollte, wo die Problematik auch beim Cannabiskonsum liegt. Aber dann auf der einen Seite zu sagen, ja, jetzt gibt man das frei, legalisiert man das, und dann zu sagen, oh, da müssen wir jetzt ganz viel Geld in mehr Prävention setzen, das halte ich eigentlich, das ist für mich wie Gas geben und die Handbremse anziehen. Der Micha hatte sich gemeldet, aber da der Sandro direkt angesprochen ist, würde ich den gerne zuerst hören. Klingt, so wie es dargestellt ist, vielleicht ein bisschen paradox, aber ich glaube, dass Prävention prinzipiell unter dem Vorzeichen von einem regulierten Cannabismarkt, nicht von einem legalen Markt, nicht von Joint-Automaten irgendwie in der breiten Gasse, sondern es geht wirklich um Jugendschutz, Jugendschutz zu betreiben letztendlich. Und dass das auf jeden Fall bedeuten würde, eben auch in der Prävention auf andere Ziele zu setzen. Nicht auf Abstinenz zu setzen, weil es einfach bei Jugendlichen vor allem halt sehr unrealistisch ist zu erwarten, dass wenn dem Jugendlichen was über eine gewisse Substanz erzählt, dann sagt er, oh ja gut, zum Glück nehme ich das nicht und ich nehme es auch nicht. Sondern dass da einfach, glaube ich, die Prävention sich ein ganzes Stück der Realität annähern muss. Und das bedeutet natürlich, dass Energie reinfließen muss, dass neue Konzepte geschrieben werden, dass einfach dieses Thema Cannabisprävention von null an in eine andere Richtung ausgerichtet wird und aufgebaut wird letztendlich. Und da sind natürlich Mittel und so nötig. Ich erinnere mich da so an meine Schulzeit. Ne? Also wir hatten, da gab es Drogenpräventionsprogramme, ne? Da wurde dir dann erzählt von irgendwelchen Klebebildchen, die man auf die Haut rubbelt, ne? Also die Kindern gegeben werden. So, ne? Ich weiß nicht, ob sich da einer daran erinnern kann, aber das war damals so ein Gerücht, was verbreitet wurde. Das wurde uns in der Schule in der Projektwoche wirklich erzählt. So, ja, ihr müsst aufpassen, wenn euch einer Klebebildchen gibt, die man auf die Haut rubbelt, da ist LSD drauf, da werdet ihr abhängig von. Nein, das ist wirklich so, das ist uns erklärt worden in der Schule. Ja? Da nickt jemand, du hast es auch gehört, so, ja. So, und für mich waren Drogen Drogen, so, ja. Also ich habe zu Hause gehört, Drogen sind schlecht. Alkohol wurde getrunken, aber Drogen sind schlecht. Geraucht haben sie auch alle, aber Drogen sind der Untergang. Also alles, das macht abhängig, man kann Hasch spritzen, das ist, du stirbst, ja, wenn du Drogen nimmst, ist dein Leben vorbei. Und dann weiß ich, habe ich irgendwann so, ich glaube mit 14 war es das allererste Mal, war ich bei meinem Cousin so, und mein Cousin, ich habe gehört, die reden immer mit Freunden und so, ne, und ich habe gesagt so, ja, worüber redet ihr denn so, ne, ja, eben kiffen und so, ne, und
Da habe ich gesagt, oh Scheiße, du nimmst Drogen, ey, so, ne? Also das ist ja, hast du keine Angst, ne? Du bist jetzt abhängig oder so. Und dann hat der gesagt, na, das ist ja Schwachsinn, so, ne? Also von Kiffen wird man ja jetzt nicht abhängig. So, und dann habe ich mich dann getraut und habe gesagt, na ja gut, dann ziehe ich halt auch mal an den Joint. Und was ist passiert? Erstmal ist nichts passiert, so, ja? Also mir ist ein bisschen schwindelig geworden, ich bin nicht abhängig geworden, ich bin nicht gestorben, so, und ich habe nicht gespritzt. Und was ist passiert? Ich habe erstmal alles, was ich in der Prävention gelernt habe, ja, in der Schule, habe ich erstmal alles in Frage gestellt. Ich habe erstmal gesagt, was ist los? Die haben mir erzählt, so, ne, das gehört, also alle Drogen sind schlecht und machen sofort abhängig und sind gefährlich. Und ich habe die Erfahrung jetzt aber dieses eine Mal gemacht, das ist eben nicht der Fall gewesen. Und das ist das, was der, Entschuldigung, ich bin mit dem Namen Sandro, man muss sich in der Prävention der Realität annähern, weil es nützt nichts, wenn ich ein Angstbild zeichne, was nicht der Realität entspricht, weil dann lerne ich, dass dieses Angstbild nicht stimmt. Und wenn eins nicht stimmt, stimmen vielleicht mehrere nicht. Ja, also muss ich sagen, was wirklich der Fall ist. Und ich sage mal, ich habe zum Beispiel eine Aufklärungskampagne von der BZGA mitgemacht, wo es um legale Drogen, also Alkohol und Nikotin ging. Und ich hatte da das etwas größere Glück, im Chinechita war das, in einer abgelegenen Ecke zu sitzen. Und ich bin relativ schnell dann auch auf Cannabis umgestiegen, weil ich ganz einfach gemerkt habe, die haben Erfahrung mit Cannabis. Und mir ist es wichtiger, so, ja, sie lernen von jemandem, der den Weg gegangen ist, der weiß, was da wirklich passiert, wie die Realität damit aussieht, ja, weil die machen die Erfahrung, dass das, was sie von den Lehrern beigebracht kriegen, nicht stimmt, so, ja, und dann sagen die ganz einfach, nee, die erzählen uns Schwachsinn und ihr erzählt uns, ihr habt sowieso keinen Plan, so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, als ich dann so ein bisschen von mir erzählt habe und so, haben sie ganz oft große Augen gekriegt, weil sie sich überlegt haben, so, oh, das ist genauso wie bei uns jetzt, ja, also was du uns da erzählst von früher. Ja, und deshalb gebe ich dir also vollkommen recht, dass die Prävention auf jeden Fall auch in die Realität angepasst werden muss. Und da, Wolfram, finde ich auch, dass dieses, was dir paradox erscheint, so, ja, also einerseits Legalisierung und andererseits eben dann Prävention, dass sich das nicht unbedingt widerspricht. Würde ich kurz übergehen, wie wir schon wieder bei der Prävention sind und dem Sandro deshalb nochmal. Möchtest du? Nur um das kurz zu ergänzen noch, wie lernt denn ein Jugendlicher Cannabis kennen, letztendlich? Dieses Thema Cannabis, das wird vor allem im Hinblick auf Jugendliche und vor allem wenn Erwachsene mit Jugendlichen sprechen, ganz oft zwischen zwei ganz extremen Bogen gehandelt. Auf der einen Seite Schwarzmalen, ganz, ganz gefährliches Zeug, du versaust dein Leben, du kriegst deine Schule nicht gebacken und du wirst später heroinsüchtig. Auf der anderen Seite in der Regel Peer Group, in der Regel Freunde, Gleichaltrige, die oft auch natürlich selber konsumieren, die das ganze Thema sehr, sehr weit sehen, fast schon quasi religiös. Das ist abgefahren, wie viel Identifikation auch mit dem Thema bei Jugendlichen passiert. Und in der Konstellation ist es in Jugendlichen aktuell in der Regel nicht möglich, wirklich auf sich zu schauen, zu gucken, okay, wo befinde ich mich denn jetzt in diesem Spannungsfeld halt, weil eben, wie gesagt, Probleme, die durch Cannabis entstehen, in der Regel von der Dosis abhängen, von der Konsummotivation, von dem Umgang damit. Und das ist so eine Folge eben auch der Prohibition, dass das Thema Cannabis derart tabuisiert wird und derart auch polarisiert letztendlich, dass das wiederum häufig dazu führt, dass eigentlich das Jugendliche wo reinrennen und massiv Probleme auch mit Cannabis eben entwickeln, ohne das wirklich zu realisieren oder das erst zu realisieren, wenn der Zug schon abgefahren ist letztendlich. Und da sind wir bei dem Thema, ne? wenn sich Gesetze ändern würden, wenn einfach mit dem Thema auf dem Schatz steht, sehr, sehr gut normal umgegangen wird und wirklich auch ähnlich wie bei Alkohol, ne? Auch in der Familie darüber gesprochen wird, vor allem auch. Ne? Es geht um Konsummuster, es geht um, wann ist es denn angebracht, einen Joint zu rauchen, wenn man denn unbedingt einen rauchen muss, wann ist es denn gar nicht angebracht. Das wäre eigentlich das wichtige Ziel, sodass einfach das ganze Thema anders umgeht und dann nimmt die ganze Thematik auch eine andere Qualität an. Ne? Gerade für Jugendliche eben, wie gesagt, im Idealfall schaut man sich Konsummuster von den Eltern ab, ne? Und versucht nicht zwanghaft seinen Konsum zu verheimlichen vor den Eltern, weil man Angst hat, irgendwie den Kopf abgerissen zu bekommen oder irgendwie strafrechtlich verfolgt zu werden. Würde ich abschließend den Micha noch hören und dann ins Publikum übergeben, wo ich jemanden aus dem PBS kurz vorbitten würde wegen dem Mikro, falls sich da jemand bereit erklärt.
Okay, kurz zum Wolfram eben noch, Thema Gesundheit. Ich finde auch, dass Cannabis, Konsum, Drogenpolitik allgemein ein Thema der Gesundheit sein sollte, der Gesundheitspolitik und nicht der Justiz. Aber genau das ist es ja aktuell. Und die Juristen, das sind ja, ist ja nicht irgendwer, es sind über 120 Professoren, die Elite des deutschen Strafrechts, die sagt, die Kriminalisierung, die bringt nichts, die ist Quatsch, die müssen wir abschaffen. Und dementsprechend haben die Petition an den Bundestag gerichtet. Im Bundestag wird das auch von Linken und Grünen unterstützt. Und ich denke, wenn wir diese über 100.000 Strafverfahren, die da jährlich eingeleitet werden, allein für Cannabisbesitz, eingespart werden können, dann, so sagt auch Richter Müller, der härteste Jugendrichter Deutschlands, dass dann die Polizei auch wieder mehr Kräfte hat für die Intensivtäterbetreuung. Ja, man sieht ja heutzutage überall, dass es an Polizeikräften fehlen soll, aber dafür sind sie noch da. Finde ich auch ein bisschen unverhältnismäßig. Dann Thema Koalition. Wurde eben gesagt, so eine Koalition sehe ich nicht. Wenn man aktuell sich mal umschaut, also beispielsweise in Bayern, dann sehe ich, dass die SPD Bayern für die Legalisierung ist, die Grünen sind dafür, die Linken, die Piraten, die FDP. Im Grunde genommen gibt es nur noch eine große Partei, die sich dagegen stemmt. Das ist die CSU. Muss ich doch kurz darauf eingehen. Immerhin haben wir mal eine glaubhafte Linie, weil wir zu einer Meinung stehen. Wir haben sie vorhin diskutiert, auch aus medizinischen und Präventionsgesichtspunkten. Ich will jetzt nicht die SPD mit ihren 16% in Bayern Prognose als Splitterpartei bezeichnen. Ich will nur eine Frage aufwerfen. Warum folge ich in Berlin in der Großen Koalition nicht Töne in Bayern? Das ist relativ einfach, weil Politik ein noch schöneres Spiel ist wie Gesetzgebung. Die Opposition fordert das, was sie eh nicht durchkriegt, um sich Beliebtheit zu verschaffen. Ich kann das verstehen, ich hocke hier oben, ich habe mir heute nicht viel abgeholt, aber ich bleibe bei meiner Meinung, wobei ich eins machen würde, bevor wir in die Publikumsdebatte reingehen, ich würde gerne den Raphael auch zu mir in den Kreisverband einladen, weil da sehr viel doch Interessantes auch dabei war. Ich bin auch offen in die Debatte. Das war dein Vorschlag zu sagen, wenn wir das machen, dann brauchen wir zwei Dinge, Prävention und vor allem eine verschärfte Gesetzgebung für Abgabe an Minderjährige, um da wirklich einen Riegel vorzuschieben. So kann man eine Debatte führen, indem man klar sagt, wie man es regulieren will. Hier ist eine Vision, ich kann sie verstehen, du wirbst für die Vision. Einzig, ich habe meine Bedenken, aber ich würde dich gerne mal auch mit der Marlene zusammenbringen und auch mit unserem Ex-Justizminister zusammenbringen, weil warum passiert in Bayern so wenig? Ein Grundsatz ist im Politischen, das kann bei Petitionen sein, die im Kleinteiligen sind, das kann bei Gesetzesinitiativen sein, in dem Moment, wo ein juristisches Verfahren läuft. Und ich glaube in Bayern, ich weiß zwar nicht, warum man da eine Petition angestrengt hat, zeugt nicht von großem Staatsverständnis, Drogenpolitik ist eine Bundessache. Das heißt, das Ding wird allein aus formellen Gründen abgelehnt, das wird aber noch übernächste Woche, ich glaube nächste Woche treffen sie sich, der Fall sein. In dem Moment diskutiere ich nichts politisch, weil der Grundsatz gilt, in laufende Verfahren diskutiere ich nicht politisch rein. Das ist der Grund, warum in Bayern in den letzten zwei Jahren Ruhe ist. Allerdings ist das Verfahren nicht von der politischen Seite angestoßen worden, auch nicht von der CSU, sondern von der Initiative für die Legalisierung. Deswegen war in Bayern in den letzten zwei Jahren relative Ruhe. Da komme ich gerne. Okay, jetzt seid ihr dran, jetzt sind Sie dran. Sie haben jetzt noch die einmalige Chance, sich mit 5 Experten auszutauschen, sie nicht zu prügeln, sondern ins Gespräch zu befinden. Kurz fassen bitte dann. Ich versuch's. Wir haben jetzt viel über Gesundheit geredet, ich würde jetzt doch gerne nochmal in den Bereich des Rechts gehen. Warum ist Cannabis überhaupt verboten? Der Besitz von Cannabis ist verboten, weil es in einer der Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes steht. Das Betäubungsmittelgesetz ist Nebenstrafrecht und das Strafrecht sollte doch die Ultima Ratio staatlicher Sanktionsmöglichkeiten sein. Das Strafrecht soll dann Anwendung finden, wenn ein Mensch einen anderen in einer eklatanten Weise schädigt. Wie ist das der Fall, wenn ich 1 Gramm Cannabis besitze und mit mir in der Stadt rumtrage? Ich schädige niemanden, wenn überhaupt, dann mich selber. Und auch das würde ich jetzt mal bezweifeln als funktionierender 27-jähriger junger Mann. Aber was
was die Auswirkung davon ist, dass es eben im Strafgesetzbuch steht und nicht meinetwegen eine Ordnungswidrigkeit ist. Ich bin jetzt fast fertig ausgebildeter Sozialarbeiter, wenn ich zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten will. Ich kann mich jeden Abend hart zusaufen und habe beruflich nichts zu befürchten. Aber wenn ich mit 2 Gramm Cannabis von der Polizei angehalten werde, dann habe ich in beruflicher Hinsicht die Aussicht, dass ich ein quasi Berufsverbot bekomme, dass ich nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten darf, weil ich einmal mit 2 Gramm Cannabis erwischt wurde. Ich finde das nicht verhältnismäßig. Und Entschuldigung, eine kleine Anmerkung an Daniel kann ich wenigstens nicht verkneifen, seit ich weiß, dass du bei Frau Mordler arbeitest. Oder ich möchte es nochmal klarstellen, nicht bei Frau Mordler, ihre Mitarbeiter noch bei uns im Büro, das heißt, ich kriege viel mit, ich bin aber in keinerlei Loyalitätsverhältnis hier. Wenn man Frau Mordler damit konfrontiert, warum es im Strafgesetz weiter stehen soll und strafrechtlich verfolgt werden soll, meint sie, oder sie auf die Blick. Da kann ich sie nicht ernst nehmen, wenn ich im Internet Bilder von ihr kenne, von Brauereimessen, wo sie mit einem Bier in der Hand in die Kamera grinnt. Linie an Daniel, was er davon hält, dass es im Strafrecht steht, so als in Anführungszeichen Politiker in der Runde. In Anführungszeichen, würde ich gerade sagen. Ich würde bei mir auch ganz bewusst das Experte in Anführungszeichen setzen. Ich vertrete hier wirklich einen Verband und meine eigene Meinung. Es freut mich erstmal, dass du dich für so reif hältst mit 27. Ich glaube auch, dass du es bist, den Konsum unter Kontrolle zu haben. Ich habe, wie gesagt, in meinem persönlichen Leben die überwiegende Anzahl der Konsumenten, die ich kenne, dann dürfte, hatten ihr Leben auch unter Kontrolle. Das Problem sind, und die hatte ich auch, das war einer meiner Grundschulmitschüler, ist aufs Gymnasium gegangen, extrem intelligenter Kerl. Eigentlich gedacht, gutes Elternhaus, hat voll unter Kontrolle. Mit 15 hat sie ihn so zerbröselt, dass er mal für 2 Jahre eingecheckt ist. Psychose, absolut, Schizo, weg. Das Problem ist, beim Alkohol können wir davon, machen wir anders. Versuch's anders. Ich hätte ein paar Fragen an euch, bevor ich antworte. Wer von euch hat schon mal Bier getrunken? Bitte einfach mal die Hand hoch. Ehrlich? Ich bin's zu euch auch so. Wer von euch hat schon mal Schnaps getrunken, dann einen Rausch gehabt? Hosen leer, schön. Wer von euch raucht oder hat schon mal geraucht? Okay, ich hab schon mal geraucht, ich rauch nicht. So, und jetzt die Gretchenfrage. Wer von euch kifft oder hat schon mal gekifft? So, große Überraschung. So, und jetzt die Frage an euch. Ist einer im Saal, der mir sagen könnte, diese Räusche, die du dir antrinkst, anrauchst, sind identisch? So, und jetzt hast du zumindest die juristische Begründung, warum es nicht legalisiert wird. Ach so, weil Alkohol... Moment, ich bin kein Jurist. Ich erkläre hier nur die Entscheidungen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich bin kein Jurist. Ich hätte euch liebend gern hier den Jurist hingesetzt. Der hat uns leider letzte Woche unerwartet gut seinen Freischuss geschrieben und kann heute nicht, weil er morgen eine mündliche Prüfung hat. Aber 79 hat das Bundesverfassungsgericht, das ist ein bisschen ein lustiges Urteil, festgestellt, hat sich aus Grundgesetzbuch, nicht aus Strafgesetzbuch, das war die eigentliche Begründung, auf Artikel 3, Gleiches gleich behandelt und Gleiches ungleich. Das heißt, wir haben eine Unterscheidung der Drogen. Ich möchte die nicht normativ bewerten, was jetzt schädlicher ist. Es ist nur so, dass man juristisch unterscheiden kann, nicht muss. Das hat dieser Senat getan. Formal richtige Begründung auf jeden Fall, bloß weil wegen den Murren da vorne. Beantwortet also meine eigentliche Frage. Nämlich, warum es im Strafrecht steht, wenn das Strafrecht eigentlich dazu da ist, Menschen zu bestrafen, die anderen Menschen schaden. Ich glaube, dass die Frage keiner beantworten kann. Also, dass wirklich keiner weiß, letztendlich. Ja, ich hätte kurz doch. Ich werde es kurz machen. Einmal noch eine Bemerkung zu Frau Mordler. Deswegen. Ich hatte auch letztes Mal im Jugendsender ein Interview mit ihr gesehen, auf dem Öffentlich-Rechtlichen, wo sie auf die Frage hin, warum Cannabis immer noch nicht legalisiert ist, einfach patzig gesagt hat, weil es verboten ist. Fertig. Wörtlich. Und ich meine, das ist für so eine Frau nur peinlich. Also, so hat sie argumentiert. Genau so.
und das ist ihre Verteidigung, war, glaube ich, die mir bekannte erste Drogenbeauftragte, die sich überhaupt, ich habe das Interview auch gesehen, ich habe Kommunikation studiert, vom Verkaufen her würde ich sagen, hätte ich ihr dazu geraten, es zu machen, weiß ich auch nicht, aber ich muss sagen, es zeugt von einer gewissen Offenheit und auch einem Respekt gegenüber A, der Jugend, B, gewissen Lobbygruppen, sich da auch hinzustellen. Und ich kenne keinen Politiker, vom Landtagsabgeordneten angefangen bis hoch zum Minister, der so ein Interview gibt, ergeht und sich davor die Frage nicht geben lässt. Dieses Ding war komplett free solo, dass da zwei, drei dumme Antworten rumkommen, unbestreitbar. Darauf rumzureiten, lustig, hätte man es selber besser gemacht. Dürfte ich mal als Moderator kurz intervenieren? Ich denke, bitte stellen Sie oder stellen Ja, das war die Frage. Und dem Herrn Doktor möchte ich eins raten, empfehlen. Gehen Sie doch mal auf die Seite vom Schildower Kreis, das ist die Elite der Ärzteschaft, die für Cannabis-Legalisierung eintritt. Für den sollten Sie sich vielleicht mal diskutieren, das wäre ganz sinnvoll. So, und dann möchte ich zu unserem Vertreter der Stadt, von wegen Drogenbeauftragter auch von der Stadt. Nee, ich bin der Suchtbeauftragte. Suchtbeauftragter, ja. Da möchte ich mal eins sagen, der Cannabis-Sozialclub Nürnberg, das ist ein Verein hier in Nürnberg, der für die Cannabis-Sozialclubs eintritt, hat an den Stadtrat Nürnberg einen Antrag gestellt auf Zulassung Cannabis-Sozialclubs, so wie man es jetzt in Spanien auch überall duldet. Das war ein Antrag an den Stadtrat und der Oberbürgermeister hat seine Sekretärin antworten lassen, dass das überhaupt kein Thema im Stadtrat sein kann und fertig. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die Stadt, gegen die Verordnung in der Stadt, weil der Antrag an den Stadtrat gerichtet war und nicht an den Oberbürgermeister. Das heißt, es hätte im Stadtrat behandelt werden müssen und wurde es nicht. Direkte Antwort aus dem Stadtrat. Nee, das muss er nicht. Also das ist rein formal, hat er das Recht, das abzublocken. Das Zweite ist, kann sein, dass es diese Ärztevereinigung gibt. Das ist eine Interessensgruppe, die muss man als solches hinnehmen und mit denen diskutieren, klar. Aber deshalb haben die nicht mehr Recht als andere. Und sie sind, Moment, halt, sie stellen immerhin dann noch eine ganz erhebliche Minderheit dar. Nein, dieser Schildauer Kreis ist sehr groß. Sie sollten sich die wirklich mal anziehen. Es ist keine Liga, als ob wir der Handverband werden. Hallo, Herr Kollege, der Handverband. Das müssen wir bestätigen können, dass der Schildauer Kreis Ich bin da sehr konsequent. Es hatten Sie jetzt noch andere gemeldet. Du hast eine Antwort gekriegt. Das Mikrofon läuft gendermäßig auf weiblichen Füßen. Es läuft hin. Ich habe auch eine Frage, und zwar, also einmal möchte ich sagen, also würde ich mir wünschen, wenn wir nicht so viel Aufmerksamkeit der CSU widmen. Ich glaube, wir alle kennen die Wählerschaft und wissen, dass die schon zur Mehrheit aus 55+ besteht und die hegen vielleicht nochmal einen anderen Zeitgeist. Das gehört aber nicht hierher. Meine Frage richtet sich an den Doktor. Ist schon richtig, oder? Sie haben vorhin gesagt, dass Ihnen keine guten Gründe einfallen, warum man Gras, Marihuana legalisieren sollte. Mich würde interessieren, warum ist es dann legitim, dass überhaupt Alkohol legal ist? Welche guten Gründe gibt es denn aus Ihrer Meinung dafür? Ich glaube, da habe ich bei den 55 hier, da kommt dann. Da kommt dann irgendwann mal die 68er-Generation zum Vorschein. Also bitte nicht unterschätzen. Das ist das eine. Das Argument wird ganz oft gebracht, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Logik dahingehend nicht, warum rechtfertige ich den einen Mist mit dem anderen. Da tue ich mich schwer. Ich meine, wir trinken alle ein Bier, ein Wein, einen Schnaps und so weiter, aber dann zu sagen, wir akzeptieren die schädlichen Wirkungen des Alkohols und diesen volkswirtschaftlichen echte Katastrophe. Und das ist eine Legitimierung für die Freigabe von Cannabis. Die Logik, die sehe ich nicht. Sind die Folgen von Alkohol nicht wesentlich schlimmer als die von Konsum von Marihuana? Ist ja das, was er gesagt hat, das ist eigentlich nur den einen Mist mit dem anderen rechtfertigen. Das sehe ich
tatsächlich genauso, obwohl ich meine eigene Meinung hier eigentlich rauslassen wollte, aber ich finde das Alkoholargument auch relativ schwach an sich. Eher ein Argument, um Alkohol zu verbieten. Darf ich kurz dazu was sagen? Also, ich finde es schon unverhältnismäßig. Ich finde, unsere Gesetze müssen gerecht sein und verhältnismäßig. Und ich denke mal, das wird so, werden auch unsere höchsten Gerichte ähnlich sehen. Und das Problem ist doch aktuell, man kann einen Kofferraum voller Wodkaflaschen haben. Ja? Da reichen vielleicht schon ein, zwei, um sich tot zu saufen. Eine tödliche Überdosis ist bei Cannabis übrigens unmöglich. Ja? Und, aber wehe, man hat Anhaftungen von Cannabis an einem Papierchen. Ja, und da wird man dann abstrus bestraft mit mehreren tausend Euro Führerscheinentzug und vielleicht noch dienstrechtlichen Konsequenzen. Und da ist einfach die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben und das muss geändert werden. Hallo, ich hätte jetzt auch eine Frage und zwar geht es darum, ich sehe halt öfters, dass in den ganzen Forumsdiskussionen eigentlich Leute drin sitzen, die entweder Probleme mit harten Drogen haben, Sucht, die eigentlich mit der ganzen Sache ganz gut zurechtkommen und die eigentlich eben konsummäßig, also nur aus Genussgründen das Ganze benutzen. Und was ist da los? Warum soll man 4 Millionen Leute zum Beispiel stigmatisieren, deren Zukunft verbauen oder anders hart bestrafen? Und jetzt ist noch eine Frage besonders an die CDU/CSU. Wenn sie uns alle so vor quasi vor unseren Fehlern schützen wollen, ist meine große Frage, warum es nicht geschafft wird, zum Beispiel Alkohol und Tabak an den Kassen zumindest wegzunehmen und Werbeverbot für diese Produkte zu erwirken. Also ich möchte eines klarstellen, es ist ein CSU-Landwirtschaftsminister, Landwirtschaft, Tabakerzeugnis, der sich selber als eigene Fleischschneide, der zurzeit an einem Tabakverbot arbeitet und das ist auch medial im Sommer hochgeploppt. Ich kenne den aktuellen Stand nicht, Sie können sich gerne ans Büro Schmidt wenden, aber das ist auf den Weg gebracht. Es war die große Koalition, SPD und Union, die Tabak bis heute hochgesetzt hat, die Alkohol, das Verkaufsverbot an Tankstellen eingeführt hat, das eben nicht mehr irgendwo, das ist dann nämlich kein Genuss mehr, wenn ich nachts um 11 kurz vor der Disco reinstolpere, um mich zusammenzutrinken. Da braucht mir keiner erzählen, der macht das aus Genuss, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und es war auch die große Koalition, die jetzt gerade die Promillegrenzen für Fahren unter Alkoholeinfluss runtergezogen hat, verschärft hat. Das heißt, es ist nicht so, dass hier nichts passiert. Man muss sich vor Augen führen, in der ersten Reihe wird mir recht geben, vor 20 Jahren hatten wir Promillegrenzen von 1,5, das wäre unverantwortlich. Das heißt, hier wird eben schon daran gearbeitet, Risiko zu minimieren, sowohl für die Allgemeinheit als auch für die persönliche Gesundheit. Und jetzt noch ganz kurz zu dem hinten kam es, das Argument der Freiheit. Wir haben ein Riesenproblem und da bin ich eben nicht der Meinung, dass jeder frei ist, zu tun und zu lassen, was er will. Ich habe das am Anfang gesagt, wir sind nicht in einem anarchistischen oder libertären Staat. Wir haben nichts Grundgesetz. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und wir haben vor allem ein Krankenkassensystem, das solidarisch gesamthaftet. Es ist eine Riesendiskussion, weil ich sage, gut, wer sich ungesund ernährt, den finanziere ich mit. Wer sich zu Tode säuft, den finanziere ich mit. Wer sich zu Tode raucht, den finanziere ich mit. Aber allein die Beispiele sollten eigentlich zeigen, dass der Mensch nicht nur seine Angehörigen, nicht nur sich schädigt, sondern immer auch die Allgemeinheit, wenn er ungesundes Verhalten an den Tag legt. Wie ich das sanktioniere, ist eine andere Sache. Aber dieses Argument der absoluten Handlungsfreiheit und Eigenverantwortlichkeit des Menschen ist falsch. Und jetzt, wenn wir hier noch bei der Veranstaltung der Evangelischen Hochschule sind, möchte ich vielleicht noch dazu sagen, es ist nicht meine Meinung. Meine Meinung ist irgendwo zwischen diesen Libertären und der anderen Seite angesiedelt. Aber die andere Seite ist das christliche Menschenbild, vor allem das protestantische, was besagt, du bist Gott gegeben. Du bist nicht zum Spaß da, du bist nicht einfach so auf die Welt geplumpst. Dein Leben ist dir Gott gegeben, du darfst es dir nicht nehmen. Das ist ein Hardline-Argument und ich vertrete es nicht. Aber ich will einfach nur zeigen, dass es zwei Punkte gibt. Der eine ist der absolut, ich darf alles, und der andere ist, ich darf mich nicht mal selbst umbringen. Das heißt, ich darf mich auch nicht mutwillig zugrunde richten. Das würde auch auf Alkohol und Tabak zutreffen. Das gebe ich unumwunden zu. Aber wie der Professor gerade gesagt hat, ich kann nicht
Äpfel und Birnen vergleichen und dann die Apfelfreigabe mit den Birnen, mit der Birnenexistenz belegen. Das Daniel, funktioniert so nicht. Dürfte ich bitte um kurze Statements bitten. Wir haben nämlich, glaube ich, noch 6 bis 7 Wortmeldungen und es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Das Mikro ist ganz hinten, bitte. Ja, servus. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wo ich überall ansetzen soll. Ich versuche jetzt das Ganze mal irgendwie kurz anzusetzen. Ganz kurz. Thema Alkohol ist mein Statement einfach, dass der genauso verboten werden soll wie alles andere auch vom Tabak her. Der Graskonsum ist was sehr vielen kranken Menschen, depressiven Menschen und anderen Menschen wirklich helfen kann. Die vielleicht auch, also bei mir ist es der Fall, ich bin ein bisschen emotional behaftet von der ganzen Situation her. Meine Mom ist an dem Alkoholkonsum gestorben vor ungefähr am 10. Dezember. Deswegen ist meine Meinung vielleicht auch ein bisschen emotional behaftet. Da wurde aber keinem geholfen. Ich wurde irgendwie mit 14 dem Ganzen überlassen, hatte keine Ahnung von irgendwelchen Konsum, von irgendwelchen Süchten, von irgendwas. Aber ich habe gemerkt, hey, Kiffen tut mir gut, Kiffen ist was Geiles und macht mir wieder Spaß am Leben. Ich habe wieder Freude am Leben, ich habe wieder Bock, irgendwas zu machen, ich habe Bock, Freunde zu treffen und ich habe auch wieder Appetit. Gut, dann habe ich das Kiffen angefangen und jetzt bin ich soweit, ja, ich kiffe immer noch, aber ich habe jetzt auch mal wieder einen Kopf drüber bekommen. Ich reduziere das Ganze, aber ich bin in der Sucht verfallen. Dieser Sucht hat mir keiner gelehrt. Also es gab keine Prävention, es gab keine irgendwie Aufklärung. Es wurde nur gesagt, das ist wirklich scheiße, es ist kacke, du wirst daran sterben. Aber irgendwo, dass irgendwas dahinter steckt, das ist nicht, bei Alkohol wird das sowas überhaupt gar nicht erzählt. Also was da überhaupt, dass es genauso ein krasser Entzug wie bei Heroin ist, weiß wahrscheinlich keiner. Oder dass es umso schwerer ist, mit der Sucht umzugehen, weil es im Supermarkt erhältlich ist, weiß auch keiner. Also ich weiß nicht, das Ganze auf irgendwie, ja, diese Relation, wie schon heute so oft gesagt wurde, genauso wie zu Ihnen, Herr Doktor, meine kleine 14-jährige Schwester geht zur Schule, ich habe meine Probleme, ich habe mein Denken, aber sie geht zu mir, weil ich ihr sage, ey, du kannst mit mir offen über diese Dinge reden, ich bin dein Ansprechpartner, ich sag mit dir offen, was da abgeht. Kommt sie zu mir, ey, jeder in meiner Klasse, sie ist 14 Jahre alt, sie ist in der 7. Klasse, Realschule, irgendwo vor euch, das ist ein Ortsteil weiter halt. Jeder hat einfach Cannabis im Rucksack, aber um sich Cannabis zu beschaffen, gehen die an die Leute, die PEP, MDMA, Ecstasy, was weiß ich, alles daheim haben, weil die, ja, wie sie sagen, Geld beschaffen müssen, weil sie daran diese Kostenfaktor sehen, das Ganze. Und ja, okay, mit was ist noch mehr Geld zu verdienen als mit Cannabis, mit dem, wo ich eingestiegen bin? Ja, natürlich mit dem chemischen Scheiße. Und dann geht eine 14-Jährige dorthin und kauft diese chemische Scheiße, weil sie an sich an Cannabis rankommen will und es ihr angeboten wird. Ich weiß ja nicht, ob dann der Schwarzmarkt besser ist, als das Ganze irgendwie in Läden zu bringen und das Ganze irgendwie da auch, ja, zu verkaufen. Ja, also erstmal, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich bin erschrocken jetzt, wie sehr deine Geschichte quasi mit meiner Anfangsgeschichte übereinstimmt. So. Und was mir jetzt an dieser Sache eben wichtig ist, vielleicht zu sagen, da sieht man, dass im Grunde genommen nicht jeder, der Cannabis konsumiert, automatisch vielleicht ein Süchtiger wird, sonst würden hier jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich mindestens 120 Suchtproblematiken sitzen, sondern dass das Gegenteil der Fall ist, dass eine Suchtproblematik aufgrund von persönlichen Umständen auftritt und die dann mit irgendeinem Mittel behandelt wird. Ja? Das ist sowas wie eine Selbstbehandlung. Und diese, ich kann dir übrigens nur raten, wirklich, du kannst gerne mal bei uns vorbeikommen, so, also du kannst mich auch gerne gleich ansprechen, wir können, also, vielleicht ist es einfach interessant für dich mal uns eben anzuhören. Ich möchte nur sagen, das Problem ist, glaube ich, nicht das Cannabis an sich, sondern das Problem ist die Not von gewissen Menschen,
die sich dann halt Cannabis als Behandlungsmittel aussuchen. So, ja? Also eigentlich ist mehr diesen Menschen zu helfen und das System von Cannabiskontrolle zu verbessern. Ja? Aber mit einem kompletten Verbot kommt da keiner weiter. Ja. Ich wollte nochmal angesprochen haben, es gab ja, glaube ich, von zwei Stimmen eben diese Aussage, es gäbe keinen Grund für die Legalisierung von Cannabis. Es wurde die finanzielle Frage angesprochen, wie viel würde man denn einbringen? Es wurde aber nie angesprochen, wie viele Ausgaben hat denn der deutsche Staat allein aufgrund der Verfolgung von Konsumenten und der Wegsperrung von ihnen? Also, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man im Finanziellen mit berücksichtigen sollte, meiner Meinung nach. Ja, auch Antwort? Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, ob es eine aktuelle Einschätzung gibt, ob Marihuana über TTIP in Deutschland legalisiert werden könnte. Aber ich habe eine gute Frage. Können wir auch eine Antwort haben auf die Frage von Ihnen, bitte? Ich denke, es gibt da keiner, oder? Achso, doch. Okay. Wie bekommen wir? Nee, ich kann natürlich keine Summe nennen. Die Summe, die also über Steuereinnahmen von einem Grünen-Politiker genannt waren, das sind also 1,5 Milliarden Gewinn. Das wird sicherlich der Industrie helfen, da einiges an Umsatz zu machen. Die ist natürlich interessiert, möglichst viel Umsatz zu machen. Das heißt, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, da wird sicherlich der THC-Gehalt in den Produkten steigen. Das ist das eine. Aber ich meine, das andere ist reine Spekulation. Was wird es an zusätzlichen Gesundheitskosten bringen? Was wird an möglichen Problemen bringen, das ist wirklich jetzt Spekulation, an möglichen Kosten durch Probleme, sei es nur im Verkehr oder sei es nur in irgendwelchen anderen Problemen, Einbrüche oder sowas. Ich weiß es nicht, das kann Ihnen aber auch keiner nennen, weil es nicht aufgetreten ist, aber es ist nicht nur eine Ersparnis. Naja, in den Niederlanden haben wir seit 40 Jahren die Verfügbarkeit von Cannabis und es sind keine großen Probleme aufgetreten. Ja, hat man da, ich kenne die Zahlen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich weiß nicht, ob da die Gesundheitskosten und alles mit einberechnet wird, ich weiß es nicht. Herr Doktor, von der Knopfschen Kinderklinik, ich habe auch eine Frage an Sie, eine einzige. Wenn Sie sie mir beantworten können, bin ich nicht umsonst hergekommen. Wie viele Menschen sterben jedes Jahr an Einnahme von Tabletten? Ja. In Deutschland. Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Ich weiß aber jetzt nicht so genau den Zusammenhang mit der Freigabe von Cannabis. Bitte? Können Sie nicht geben? Sie wissen, dass Tausende sterben an diesen Scheiß-Tabletten. Ich habe selber erlebt in Hamburg. Meine Freundin hat sich umgebracht wegen eurer Psychopharmaka. Scheiße nochmal. Okay, Sina. Hier der graue Mütze, ja, blaue Mütze, Jacke. Blau, Türkis oder was auch immer. Vierte Reihe. Also wir haben ja viel drüber geredet, wegen Jugendlichen, die zu schützen. Und ich wollte mal fragen, wie, wenn es legalisiert wäre, wo du jung warst und du Drogen genommen hast, meinst du, dass es das gerechtfertigt oder hättest du trotzdem Drogen genommen? Oder hätte das was verändert für dich? Nee, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe das gleiche Problem, ich habe die gleiche Problematik gehabt wie der Kollege da hinten. Nur, dass meine Mutter eben nicht gestorben ist. Aber es war halt auch so, dass meine Mutter ein schweres Alkoholproblem hatte, familiäre Probleme da waren und so. Das heißt, ich wäre auf jeden Fall süchtig geworden, egal von was so. Ja? Also, ich sagen wir mal so, wenn ich nicht an irgendwelche Substanzen gekommen wäre, ja, dann hätte ich wahrscheinlich, keine Ahnung, mit 16 gemerkt, dass mir Sport hilft. So, ja, dann wäre ich wahrscheinlich sportabhängig geworden oder so. Ja. Es ist also egal, was mir für ein Sucht, oder ich wäre fresssüchtig geworden, oder? Egal, auf jeden Fall ist eben nicht das Suchtmittel bei mir das ausschlaggebende Punkt gewesen, sondern eben, es ist generell eine suchtauslösende Problematik da gewesen. Und da ist also Entschuldigung, ich habe jetzt den Faden verloren. sorry, tut mir leid.
Entschuldigung, kannst du deine Frage noch? Ich hätte noch eine andere Frage. Ja, oder die andere Frage. Also, du hast ja gesagt, es wäre gut, wenn man es legalisieren würde. Aber wäre es denn nicht ein soziales Problem mehr, dass man, es geht ja nicht um die Droge an sich, sondern es geht um soziale Probleme, dass Leute Probleme haben und die sollte man auch lösen und nicht durch Drogen diese Probleme zu lösen. Natürlich. Also auf jeden Fall sollte, ich bin zum Beispiel dafür, dass in Schulen sollten mehr oder bessere oder besser ausgebildetere, ich weiß jetzt nicht, wo man da ansetzen sollte, Vertrauenslehrer bzw. psychologische Betreuung von Kindern sollte auf jeden Fall besser sein, als sie heute ist. Weil die Kinder werden im Grunde genommen auf ihre Noten reduziert, ja, und werden mit ihren Problematiken alleine gelassen. Und das ist generell ein suchtförderndes Metier, ja, also jemand, der auf sich selbst gestellt ist, der behandelt sich selbst erstmal, ja, mit dem, was ihm zur Verfügung steht. Ja, und das kann Clown sein, um Vernachlässigung auszugleichen, also um quasi Zuneigung oder beziehungsweise Beschäftigung mit mir zu bekommen. Das kann aber auch auf der anderen Seite, wenn es halt eben sowas ist, dass ich unangenehme Gefühle in meinem Elternhaus habe, wie vielleicht auch Suchtproblematiken oder so, dass ich versuche, diese zu betäuben. Ja? Und die kann man also natürlich muss man da ansetzen und den Jugendlichen da helfen, statt im Grunde genommen dann eben auf der Droge rumzureiten. So, ja? Weil eigentlich sollte das Problem an der Stelle schon behoben werden. Ich muss mich jetzt mal einmischen. Die Regie hat mich angewiesen, die Stimmen aus dem Hintergrund, dass wir jetzt langsam tatsächlich zum Schluss kommen müssen. Es ist 21 Uhr. Ich bin da immer sehr rigide, aber das kann ich mir, denke ich, auch erlauben. Du hast das Mikrofon. Ich versuche es jetzt als Schlusswort. Davor wollte der Sandro auf jeden Fall noch. Und dann der Sandro nochmal und dann werden wir mal kurz. Erstmal würde ich Danke sagen für diese gesamte Veranstaltung hier. Sehr interessant, auch was da vorne passiert. Für den Herrn da vorne ist auch sehr interessant. Ich habe da ein, zwei Sachen, die mich selber beschäftigen, auch seit über Jahren, weil ich sehe mich mal nicht so, als ich bin so ein ganz kleines Teilchen aus der gesamten Gesellschaft so. Ich habe Seiten gehört, wo für die Legalisierung reden, ich habe Seiten gehört, wo gegen die Legalisierung sind. Für mich jetzt im Moment ist ein bisschen erschreckend die Haltung von Herrn Doktor, der im Stadtrat sitzt, weil wenn er sagt, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, mit was wollen wir das denn sonst vergleichen? Wenn ich Alkohol nicht mit Drogen vergleiche, dann habe ich keinen anderen Vergleich für diese Drogen sind von Grund auf schlecht, natürlich. Aber ich denke mal, man sollte mal ein bisschen, es ist nicht alles in Stein gemeißelt, was vor 30 Jahren beschlossen worden ist. Wenn ein LKW-Fahrer 15 Stunden auf der Piste ist, macht seine Arbeit, ist am Wochenende da drin, kann Alkohol rauchen, Joint, der dürfte ja 6 Wochen nicht mehr Auto fahren, aber muss seinen Brot verdienen. Da sind Sachen, wo ich mir sage, sollte man sich neue Gedanken darüber machen. Wenn Sie sagen, es ist ein Verbot, von der Politik, wo deine Chefin oder was auch immer, wenn sie sowas argumentiert, wenn sie solche Fragen argumentiert mit, das ist verboten, dann heißt es für mich, dieser Mensch ist einfach voll, das Glas ist voll und da geht nichts mehr rein. Da wird wahrscheinlich auch in der kommenden Zeit nichts mehr passieren, weil wenn die Politik mit solchen Menschen bestückt ist, wird auch nichts passieren. Es wird halt einfach nur hochgeredet. Mit was, Herr Doktor, mit was? Die nächste kleine Sache in meinem Kopf. 4 Millionen. Gibt es irgendwo in Deutschland eine Registrierstelle für Cannabiskonsumenten oder ist es auch bloß eine Statistik? Weil ich glaube, es sind weit mehr als 4 Millionen Menschen, die Cannabis konsumieren. Glaube ich mal, wenn es. Oder ich habe was verpasst, es gibt eine Cannabis-Registrierstelle und da sind Leute hingegangen und haben sich registriert. Glaube ich nicht. Bloß, mit was, Herr Doktor, soll man das vergleichen? Wie viel Geld wird im Jahr für Alkoholproblematik danach, für Leute, die Alkoholprobleme haben, investiert? Und wie viel würde es kosten für Menschen, die Cannabis-Problem haben? Oder genauso drauf zu kommen mit diesen härteren Drogen. Wenn im Coffeeshop Cannabis verkauft wird, glaube ich nicht, dass der Ecstasy verkauft wird. Kurze Frage. Also es gibt tatsächlich Zahlen, die zum Teil nicht hier genannt worden sind, aber es gibt Zahlen, wo man feststellen kann, wie viel Menschen konsumieren regelmäßig, die also wirklich erforscht sind. Es gibt Zahlen, was würden an Steuereinnahmen kommen, was würde Prävention kosten, was wären die Gesundheitskosten, die jetzt auch bei der Behandlung anfallen. Die haben wir jetzt alle parat oder man müsste blättern. Blöd, ich stehe an der Tankstelle und verkaufe Zigaretten als Nebenjob. Da kommen Leute im Schlips und kaufen 4 Packungen Papers, weil die sagen, sie können sich die Blöße nicht geben, tagsüber in ein Autogeschäft zu gehen, um sich Papers zu kaufen. Also,
wissen Sie, was ich meine? Es ist vielleicht ein Doktor, es ist vielleicht irgendein Anwalt oder vielleicht was weiß ich, aber die kommen und kaufen ihre Papers und es dann kaufen sie aber so. Weil sie in der Gesellschaft leben, wo das böse angeschaut wird. Ich denke mal, es ist langsam die Zeit, dass wir in eine graue Zone kommen und das alles mal neu orientieren wollen und in eine Richtung zeigen. Weil wenn sie mir den alten Geist geben mit, das ist alles nur böse und schlecht, dann wird es auch nie besser. Nein, ich denke, so schwarz-weiß haben wir alle nicht, oder hat auch das Podium hier nicht geredet. Wolfram, du bist angesprochen worden, dann der Sandro. Also die Zahl 4 Millionen kommt nicht von mir, die kam von da drüben. Achso, ja gut. Ich kenne die Zahl nicht. Ich habe am Anfang gesagt, ich sehe das tatsächlich aus der jugendmedizinischen Ecke. Moment. Und darin sehe ich eigentlich tatsächlich das Hauptproblem. Wenn ich in meinem Alter jetzt einen Joint mehr reinziehen würde, das müsste eigentlich den Rest der Gesellschaft überhaupt nicht interessieren. Aber, und ich sehe das analoge Problem, das darf ich mir mal erlauben, das mit dem Alkohol zu vergleichen, die katastrophalen Nebenwirkungen, wenn wir tatsächlich den Alkoholkonsum relativ freigeben, auch wenn es erst ab 18 erlaubt ist, was man meiner Witz ist. Also das ist einfach meine hohe Motivation, wo ich sage, da, soweit es geht, einen Riegel vorschieben, weil es eigentlich an diejenigen, die am anfälligsten dafür sind, und das sind die Jugendlichen, die einfach in einer gewissen Umstellungsphase sind, dass die da nicht rankommen dürfen. Und was das beim alten Menschen macht, naja, das ist wieder was anderes. Die offizielle Zahl, ich gehe fast auch davon aus, dass es wesentlich mehr sind. Was mir auch ganz deutlich sieht, im Moment steigt ja auch da zu die Aussagen an von Leuten letztendlich, die ihr Cannabiskonsum auch öffentlich zugeben, wird dann gerne auch von der Frau Mortler natürlich genutzt, um zu zeigen, dass ja die bösen Prohibitionsgegner letztendlich dafür schuld sind, dass immer mehr Leute kiffen. Ich meine, die Sache ist ja die, dass so dieses mediale Klima zum Thema Cannabis sich ganz, ganz stark gedreht hat in den letzten Jahren. Es wird immer mehr positiv berichtet, dieses Thema wird auch schon immer normaler. Dementsprechend, glaube ich, trauen sich auch immer mehr Konsumenten zu sagen, ja, ich habe Anzug an, aber ich rauche auch gerne mal was. Also dass einfach da die Zahlen schwierig sind, wirklich festzumachen, und es wirklich nur Schätzungen sind. Ja, auch was Schubladen betrifft und Vorurteile und so weiter. Und zum anderen, ich konnte ganz kurz noch ergänzen, das ist genau das, was ich auch jeden Tag letztendlich oder was in unserer Arbeit deckt, dass jemand, dessen Cannabiskonsum aus den Fugen gerät, in den allermeisten Fällen, wenn nicht sogar in allen Fällen, die ich bisher erlebt hatte, ein ganz anderes Problem haben, das zugrunde liegt. Und Cannabis ein Symptom letztendlich, oder beziehungsweise ein eskalativer Cannabiskonsum ein Symptom daraus ist. Symptom ist richtig. Das ist ein Symptom von einem Problem. Genau. Und das ist auch wichtig auf dem Schirm zu haben, dass es nicht so ein Selbstläufer ist, wie es ganz oft auch so dargestellt wird. So, ja, jemand fängt an, Cannabis zu konsumieren und hat spätestens 2 Jahre später ein massives Problem. Also, wie gesagt, das Thema Selbstmedikation ist ganz oft vorteilhaft. Also es tut mir leid, der zeitliche Rahmen ist erreicht, fast schon gesprengt. Ich nehme an, die Diskussionen dürfen gerne noch vor der Tür weitergehen dann oder an der Bar. Ich weiß nicht, wie das der Z-Bau jetzt dann handhaben wird. Und würde jetzt einfach euch alle bitten, nochmal in 2 Sätzen eine Schlussplädoyer abzugeben. Einfach der Reihe nach, beim Raphael angefangen und dann durch die Bank. Am liebsten mit Bezug zu Ausweg oder Irrweg, weil der Kreis ist so schön. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eher meiner Meinung nach ein Ausweg. Allerdings sollte es ein geführter Ausweg sein, um kein Irrweg zu werden. Vielen Dank. Ich schließe mich dem an, danke euch allen für euer Kommen und wenn ihr euch selber engagieren wollt, dann rufe ich euch auf, geht bei den lokalen Cannabis Social Clubs oder kommt einfach gleich zu mir und wir können gerne auch Ortsgruppen gründen und jeder kann sich engagieren. Es wachsen laufend die Zahl an Ortsgruppen des DAV und zusammen schaffen wir das, dass Deutschland entkriminalisiert und Cannabis in den nächsten Jahren legalisiert. Ja, ich bedanke mich auch vor allem beim Podium für die extrem faire Debatte, bei euch, dass ich bis auf ganz wenige keine Buhrufe gekriegt habe. Das war für mich jetzt nicht unbedingt leicht.
Ich nehme ein paar sehr interessante Anregungen mit, bleibe aber bei der Einschätzung Irrweg, weil für mich einfach die Risiken überwiegen, auch nach der Debatte. Und ich möchte vielleicht auch den Aktivisten einen Tipp mit auf den Weg geben. Es ist einfacher, Stück für Stück und nicht alles in einen Topf zu werfen, wenn man sich erst, der Kollege Sozialarbeiter hat das über die Juristerei schön angesprochen, sich einzelne Rechtsteile vornimmt, ist die Chance vielleicht größer. Danke sehr. Ich glaube auch eher, dass das einfach eine ganz große Chance ist, im Kirchen Ausweg letztendlich. Das ist sicherlich nicht der Masterplan, oder das Beste einfach legalisieren, dann ist alles gut, um Gottes Willen. Bedeutet ganz viel dann natürlich, ganz viel evaluieren auch, aber letztendlich, wenn wir jahrzehntelang eine Politik verfolgen, die eine Situation noch eher zuspitzt, als wirklich Probleme löst oder Menschen hilft, dann sollte man spätestens darüber nachdenken, in eine andere Richtung zu gehen. Ob das dann auf eins passt, weiß natürlich auch niemand, aber es ist zumindest mal eine andere Herangehensweise, mit dem umzugehen, dass auf andere, also mit dem dahergebrachten Weg, sage ich mal, einfach nicht funktioniert. Ich halte nach der Cannabis aus meiner Sicht nach wie vor für ein echtes Gesundheitsproblem für anfällige Gruppen, und mit denen habe ich es natürlich am meisten zu tun. Und ich glaube, dass wir letztlich bezüglich der Entwicklung einer Abhängigkeit und der möglichen schleichenden, nicht unbedingt wirklich immer sichtbaren und registrierbaren Nebenwirkungen völlig unterschätzt Drogen. Also herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer. Vielleicht ist jemand aufgefallen, das waren lauter Männer. Und ich möchte aber trotzdem, also ich danke euch allen, Ihnen allen, für die auch faire Gesprächsführung, Diskussion. Ich wollte aber nochmal aufnehmen, den Irrweg oder Ausweg. Wir haben hier die Statements gehört, für manche wäre es der Ausweg, für einzelne ein Irrweg. So als Moderator sitzt man ja dann meistens zwischen den Stühlen, man darf keine eigene Position haben, aber ich möchte dann doch eine Position äußern. Und zwar vor der zitierten Hauptstelle DHS, Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die ja auch fachlicher Zuflüsterin der Politik auch in Berlin ist, gibt es vom September 2015 einen Vorschlag, dass aufgrund der Argumente und der Diskussionen, die man so wahrnimmt, doch die Bundesregierung eine Kommission einsetzen soll aus Fachleuten, die Cannabispolitik prüfen soll, mit allen ihren Nuancen, mit ihren Fehlern und auch mit den anderen Entwicklungen. Und dass die Grundprinzipien, und da muss man einfach an ein Prinzip der Suchtunterstützung, der Suchthilfe erinnern, dass die Grundprinzipien der Schadensverhinderung und Teilnahme berücksichtigt werden, und das ist die, denke ich, spannende Forderung, der kann ich mich auch als Suchtbeauftragter der Stadt anschließen, dass man Modellprojekte, die fachlich begleitet werden mit ganz vielen schlauen Menschen, und die Modellprojekte unterstützen, begleiten sollen, mit den Möglichkeiten auch einer kontrollierten, staatlich natürlich kontrollierten Abgabe. Ich denke, das wäre mal vielleicht ein Ausweg, um Irrwege zu reduzieren oder neue Irrwege zu gehen. Ich denke, man sollte den Mut haben, sich der Realität zu stellen und zu gucken, wir müssen mal was probieren. Modellprojekt in Nürnberg. Und vielleicht noch eine persönliche Bemerkung. Also nochmal ganz herzlichen Dank für das Engagement von allen hier. Und Ausweg, Irrweg, ich wünsche allen einen guten Heimweg. Ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, dass Sie den Weg heute Abend hierher gefunden haben und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Es war wirklich eine interessante und auch aufschlussreiche Diskussion. Deshalb haben wir uns ein kleines Dankeschön überlegt, das Sie jetzt selbstverständlich mit nach Hause nehmen können. Und genau, in diesem Sinne möchten wir uns auch als Seminar von euch verabschieden.